Okay, und damit sind wir im zweiten Drittel von Star Trek Deep Space Nine The Fallen. Gestern war der erste Teil dran mit Captain Sisko und jetzt machen wir mit Major Kira Nerys weiter. Die Story ist die gleiche, nur halt aus einem anderen Blickwinkel. Und wie gesagt, da ich vorhabe, ein größeres, detaillierteres Video zu diesem Spiel zu machen, brauche ich halt auch Gameplay-Aufnahmen von allen drei Pfaden, wenn es geht. Per
persönliches Computerlogbuch Kira Nerys, Sternzeit 51957,1. Ich bin unterwegs nach Bajor, um mich dort mit meinem Freund Oban Akilem zu treffen, den ich während der Besetzung kennengelernt habe. Keelan war einmal einer der besten Soldaten des bajoranischen Widerstandes. Und er war mir ein guter Freund. Aber nun ist er der Anführer des Kultes der Paargeister. Ich verabscheue seine Religionswahl, aber nach allem, was wir durchgemacht haben, kann ich mich nicht einfach von ihm abwenden. Obanak ist davon überzeugt, dass die Propheten Bajor verlassen haben und dass die Paargeister die wahren Propheten sind. So wie er es erklärt, klingt es überzeugend. Ich scheue mich, es zuzugeben, aber ich habe ihm beinahe geglaubt. Jetzt will er, dass ich ihm helfe, die Föderation zu überzeugen, der Vedic-Versammlung Druck zu machen und ihm und seinem Kult zu erlauben, den antiken Tempel auf Yerado zu erkunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will ihm helfen, aber wenn ich das tue, helfe ich dann nicht auch den Paargeistern? Ich habe ihm mein Wort gegeben, dass ich immer für ihn da sein würde. Wenn ich ihm diese Bitte abschlage, kann ich genauso gut jedes Versprechen leugnen, das ich je gegeben habe. Das ist ein Hinterhalt. Diese Bastarde in der Versammlung haben ein Killer-Team auf uns angesetzt. Kiran Shuttle, Computer, bitte kommen! Das nützt nichts, Nerys. Sie stören die Langstreckenkommunikation. Keelan, gibt es im Kloster einen Subraumsender? Positiv. Die Kommunikationsphalanx befindet sich auf dem Turm gegenüber der Brücke. Wenn wir die Senderspuren der Phalanx neu anordnen, können wir vielleicht ein gebündeltes Subraumsignal an das Shuttle senden und alle in Sicherheit beamen. Es ist einen Versuch wert, aber der Feind hat das Obendrückbrückenende mit einem Transporter blockiert. Sie werden auf einem Umweg zum Turm gelangen müssen. Bestätigt. Sagen Sie mir einfach, wo ich lang muss. Ich bringe meine Brüder in Sicherheit. Wir treffen uns dann am Turm. Obanak, Ende. Bitte halten Sie sie auf, bevor Sie den Brülar ermorden. Die Liebe der Paargeister wird mit Ihnen sein. So, ganz kurz. Ich muss gucken, ob ich genug Speicherplatz habe. Auf die Gefahr, dass das jetzt das Spiel killt. GB. Was hatte denn gestern die Aufnahme? Ja, die hatte 200, also das sollte passen. Und da hat's das Spiel gekillt. Ja, die alten Unreal Engine 1 Spiele mögen das, glaube ich, nicht so gerne, wenn man alt tappt. Manchmal klappt es, aber das Spiel hat wirklich was dagegen. So, ich gehe davon aus, dass es in diesem Level wesentlich weniger Jumpscares geben wird, weil es kein Grigari-Level ist, aber wir können ja mal wetten, wie viele Leute mir ins Ohr schreien werden. Er wird sie zur Kapelle führen. Innen werden sie ein verstecktes Lager und den Schlüssel zu unserer Bibliothek finden. Seien Sie vorsichtig, die Kaltan haben das Kloster und den Turm bereits infiltriert. Weil dafür haben wir nämlich hier, wie im zweiten Level von der Cisco-Kampagne, auch die Suizidbombe. Und die schreien gerne mal ziemlich laut. Schnell. 8 Jumpscares im ersten Level oder fürs ganze Spiel? Keelan, ich bin in der Kapelle. An beiden Sockeln der Statue befinden sich verborgene Schalter. Aktivieren Sie sie. Sobald sich die Täfelung öffnet, nehmen Sie den Schlüssel zur Bibliothek und alles, was Sie im Lager finden. Der Schlüssel hat die Form einer Steintafel. Lassen Sie mich raten. Sie haben das Sicherheitssystem im Kloster installiert. Alte Gewohnheiten sind hartnäckig, Nerys. Obanak, ich habe den Schlüssel. Bewegen Sie sich zur Bibliothek. Sie befindet sich auf der anderen Seite des Hofes. Bleiben Sie wachsam.
So, ich bin mal gespannt. Ach, übrigens, was auch als Jumpscare zählt, das Spiel hat so eine. Hat so einen Crescendo-Sound drin. Der heißt tatsächlich Crescendo Step. Der kommt gerne mal, wenn irgendwas ist, was scary sein soll, einen erschrecken soll, aber auch manchmal einfach aus heiterem Himmel. Ich glaube, der wird auch mindestens einmal an diesem Level kommen. Das zählt auch als Jumpscare. Oder zumindest als Versuch. So, ich habe keine andere Waffe, also müssen wir uns auf den Phaser verlassen. Da ist einer und da links müsste auch einer sein. Bäh. Ich habe... Das hat sogar gerade noch gereicht. Fun Fact. Es war wohl mal geplant, dass man hier durch kann. Aber dann würde man wahrscheinlich halt abgeschossen werden, weil die Brücke halt von so einem Jäger blockiert wird. Es gibt aber Dialog, dass Obernack einen davor warnt. Hört man aber eigentlich nur, wenn man hier mit Cheats rausgeht oder halt, wenn man die Dialoge extrahiert. Wenn du einen Grabstein finden würdest, würde das als Tiri zählen. Ich meine, ich habe hier das Artefakt. Wäre das als, als tragbarer Grabstein? So, hier brauchen wir eine Zugangskarte. Keelan, ist der Pool an ein Reservoir angeschlossen? Positiv. Der Pool ist an das Hauptreservoir und an das Umgebungskontrollzentrum angeschlossen. Das ist Ihr Ziel. Zunächst müssen Sie jedoch das Gitter des Reservoirs heben. Gehen Sie zur Bibliothek und beschaffen Sie sich die Karte für den Maschinenraum. Damit erhalten Sie Zugang zu den Umgebungskontrollen. Schnell, Nerys. Verstanden. Kira, Ende. Ich finde übrigens, es ist mir gestern aufgefallen, als ich hier was getestet habe. Ich finde die Spiegelung hier krass. Ich meine, das ist Unreal Engine 1, was wir hier vor uns haben. Oder müsste es zumindest sein. Aber ich finde es erstaunlich, dass diese Spiegelung hier fast noch eine bessere Qualität hat, als das, was es spiegelt. Und ich habe auch extra mit dem Cheat mal geguckt. Darunter ist, das ist kein Fake-Raum darunter, beziehungsweise einfach kein normaler Raum mit einem halbtransparenten Zeug hier. Das ist echt eine Spiegelung. Der wurde nicht dupliziert. Nein, guck. Yep. Da ist nichts dupliziert. Darunter ist ein ganz normaler Raum. Ich finde das ein bisschen krass. Also das Spiel ist von 2001, glaube ich. Oh. Na, wenigstens konnten wir Ihmchen noch retten. Habe ich nicht gerade voll den Treffer abgekriegt? Warte. Nee, God Mode ist aus. Dann hat mich das Ding wohl gerade nicht wirklich erwischt. Wow. Okay, auf die Entfernung. Ja, okay, ich nehme Schaden. Aber ich wollte einfach mal den Raum hier geklärt haben. Dass sich das später nicht zu sehr tummelt. So, weil hier kommt nämlich auch ein Hinterhalt. Zwar da oben kommt einer. Da, das ist der Sound, den ich meinte. Der kommt sehr gerne. Mein Phaser ist leer. Kennst du die Pikmin-Spielereihe? Das ist dagegen, mein Spiel mit einem Emulator zu spielen. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, das mit einem Emulator zu spielen, wenn es gut funktioniert. Pikmin, ich weiß, was es ist. Ich hab auch Gameplay davon gesehen. Ich meine, grundsätzlich hätte ich da nichts gegen. Ich müsste nur Zeit dafür finden. Erster Jumpscare. Es war der erste Jumpscare-Versuch. Als Versuch lasse ich es zählen. So, wir haben jetzt genug Hypo-Sprays.
Also, sie haben sogar schon die maximale Menge, von da ist das voll okay. Bitte halten Sie sie auf, bevor Sie den Prüler ermorden. Die Liebe. So, hier ist auch wieder so ein Punkt, wo man richtig strugglen kann, wenn man nicht, weil man bekommt vom Tutorial nicht gesagt, wie man das Inventar aufruft. Und das muss man halt hier tun. Star Trek, das Horrorspiel. Ja, das hier hat echt manchmal, also Star Trek ist ja wirklich kein Horror-Franchise, ne? So, die Borg sind ja noch das Höchste und selbst deren Brutalität sieht man sonst nicht im vollen Ausmaß, aber hier ist die Musik halt sehr gerne mal sehr scary. Aber das Spiel hat auch einfach generell gutes Sounddesign. Wenn man Angst hat, schwitzt man mehr, also trink mal was. Ja, mache ich gleich. Okay, da wurde gerade jemand erschossen. ETF, habe ich gerade zwei verwendet? Ja, habe ich. Das war natürlich jetzt voll die Verschwendung. Wegen des 3D-Moduls des Sound. Okay, Selbstmordbomber. Okay. Auf den Suizidbomber trinken wir direkt erstmal einen. Gestern hat niemand Kanalpunkte investiert, damit ich was trinke. Das heißt, das wird auch rausgeschnitten, weil wenn es nicht eine Zuschauerbelohnung wird, ist, dann wirkt es halt unprofessionell in der Streamaufnahme zu trinken. So, Nummer Uno. Da ist noch eine. Keelan, ich bin jetzt in der Bibliothek. Suchen Sie die vier Statuen und aktivieren Sie die Schalter an jedem Sockel. Müssen von der anderen Seite. Zu den Steingemälden in der Mitte der Bibliothek. Schnappen Sie sich die Zugangskarte für den Maschinenraum und das Gewehr. Gewehr? Sie bewahren Waffen an einem religiösen Ort auf? Können Sie mir das übel nehmen? Lassen Sie die Waffe fallen. Möge dein Pacht. Was Blasrost, Alter. Ist auch eine Schwefel. Mann, ich hab sogar ein paar neue Sub-Belohnungen, glaube ich, gemacht. Aber die sind, glaube ich, auch alle auf bestimmte Spiele bezogen. Wie gesagt, es gibt keine Erstattungen für Nutzlosium. 10 ist als Schwefelmine, wenn ich später eine Granate oder eine Mine benutze. Das war teuer. Keine Rückerstattungen. Ist hier noch was? Sind hier noch Gegner? Weil ich wette, wenn jetzt ich jetzt hier die Sachen hochnehme. Hier ist nichts. Obernack an Kira. Da! Reinigungspool im Habitatgebiet. Der ist reingespawnt. Bestätigt, Kira Ende. Wow.
Okay, aber der hat jetzt sogar Schaden genommen, während er am Boden lag. Also so ganz konsistent ist das Spiel, was das angeht, auch nicht. Ich brauche mal wieder Hypo-Sprays. Da hatte ich nichts gegen einzuwenden. Und der Munitionsverbrauch von Waffen ist in diesem Spiel einfach obszön hoch. Hier noch irgendwas an. Nein, leider nicht. Okay, da unten ist noch einer, aber den habe ich halt vorhin verschont. Hallo? Okay, die funktioniert noch nicht. Stimmt, ich glaube, ich musste die in einer gewissen Reihenfolge aktivieren. Energie wiederhergestellt und jetzt das hier. Hier ist irgendwo eine Kiste. Ne, da ist der Kartenleser. Da ist eine Kiste. Munition. Gut, das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Aber... was bleibt uns denn sonst? Da unten ist noch einer. Bisschen rechter Handvorteil. Ach, da ist ja noch einer. So, hier sind nur noch Leichen übrig. Das hier sieht aus wie eine Tür, die man irgendwie aufkriegen soll. Sind meine Nachrichten-Server nervig? Ach, alles gut. Ich freue mich immer über Aktivität. Ich will ganz kurz wissen, ob es hier hinter was zu entdecken gibt. Nein. Okay. Weil ich habe ja gestern sogar schon einen Schildgürtel gefunden, an einem Ort, wo ich gar nicht wusste, dass es einen gibt. Und will einfach nur sicher gehen, dass ich nicht jahrelang an den Dingern vorbeigelaufen bin, weil ich halt finde, dass Schildgürtel als Ausrüstungsgegenstand in diesem Spiel kaum genutzt werden. Wobei die einfach perfekt dafür geeignet gewesen wären, dass man sie irgendwo versteckt und halt den Spieler suchen lässt. Und den Spieler so praktisch einfach dafür belohnt, dass er halt aufmerksam ist und alles erkundet. Tut mir leid, ich hab dich nicht gehört. Du hast nicht zu Ende gesprochen. Was wolltest du mir sagen? Oh, das... okay, das Stück war jetzt ziemlich kurz. Hier kann man gut Schaden nehmen. Kommen Sie mit. Schnell. Läuft der jetzt voll in die Mine rein? Ich dachte für einen Moment, der interessiert sich einfach nicht für die Mine.
Also es gibt eine Zielhilfe, die ich aber auf minimal eingestellt habe. Ich finde komplett ohne zu zielen in diesem Spiel, ich finde das total nervig hier zu zielen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, es ist halt auch ein bisschen die Kameraperspektive, die es sehr komisch macht zu zielen. Und die Art und Weise, wie die das Zielen dann mit dem mit der Charakterdrehung verknüpft ist. Ja, das war jetzt natürlich. Ich brauche unbedingt einen Hypospray. Vielen, da blockiert ein Energiefeld den Weg. Verdammt, Sie müssen das Sicherheitsnetz in dieser Sektion ausgelöst haben. Versuchen Sie, den Feldgenerator mit Ihrem Rekorder zu finden. Stellen Sie seine Frequenz fest. Und dann stimmen Sie die Modulation meines Phasers darauf ab. Richtig. Sie sollten in der Lage sein, durch das Feld zu schießen und den Generator zu zerstören. Bestätigt. Kira Ende. Warum ich kann ich keinen Stammer? Wie gesagt, ich gehe gelegentlich mal die Serverlisten durch und gucke einfach mal, welche Namen ich auch zuordnen kann. Also auch Leute, die ich regelmäßig sehe. Das Ding ist, manchmal kann ich zum Beispiel auch die Leute auf YouTube nicht ihren Nutzernamen auf Discord zuordnen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die den Status eigentlich haben sollten, aber ihn nicht haben. Munition. Ich bin bis trotzdem ein bisschen Rückstand mit meinen Hyposprays. Ach, ich habe da unten jetzt gar nicht das Ding ausgelöst. Oder? So, ich glaube, jetzt könnte... Ja. Hier könnte etwas kommen. Keelan, ich bin im Turm. Gute Arbeit. Jetzt hören Sie genau zu. Sie müssen die Kommunikationsphalanx neu ausrichten. Benutzen Sie dazu die Konsole im ersten Stock. Die Karte ist hinter einer holographischen Wand im zweiten Stock versteckt. Benutzen Sie Ihren Tricorder, um die Wand und den versteckten Kontrollschalter zu finden. Beeilen Sie sich, Nerys. Wenn unsere Feinde die Phalanx vernichten, haben wir verloren. Verstanden. Kira Ende. Sie müssen den Prilar retten. Die Paargeister werden sie führen. Sollen wir lieber ein Hypospray geben? Boah, aber sie springen aber auch alle direkt mir vor die Flinte hier. Oder machen total krasse Dodge-Moves. Da ist jetzt aber mal wirklich gut hier. Medikit, ja, bitte. Bitte ganz viel. Haha, falsche Wand. Sogar zwei direkt. Oh, wir sind wieder im Geschäft. So, Kommando. Da ist eine Mine. Zählt das als Schwefelmine oder sollen wir sagen, nur wenn ich sie selber einsetze? Ich finde, das macht mehr Sinn. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Zugangskarte. Aber ich möchte trotzdem erstmal mich ein bisschen umgucken. Gegner clearen und gucken, was es hier so an Sachen gibt. Noch ein Hypospray. Boah! Der ist doch 100 pro reingespawnt. Also manchmal sind hier einfach irgendwo Trigger. Der auch. Muss die schon selber nutzen. Ja, dann sind wir uns ja einig. Moment, kommen die jetzt alle runter, weil sie mich haben laufen hören? Oder
sind die jetzt wirklich reingespawnt, weil ich mich umgesehen habe? Ich meine, das war es immer noch wert. Ich habe Munition gefunden und direkt 3 Hypo-Sprays, also voll gut. Lassen Sie. Wow. Können die sich mit ihren eigenen Granaten verletzen? Das wüsste ich gerne. Da war einer, aber wo? Gravitonische Mine. Munition. Hallo. So, hier ist jetzt 100 Pro was gespawnt. Weil Missionsziele triggern halt gerne mal, dass wieder Gegner nachspawnen. Wenn du das Gegner irgendwo nachspawnen, finde ich ja auch okay. Aber die halt dann hinter einem zu spawnen, ist halt schon assi. Hallo. Lassen Sie die Waffe. Die ganzen Todesschreie sind übrigens auch der Grund, warum ich die Stimmen so runtergedreht habe, weil die sind sonst echt laut und markerschütternd. Bitte halten Sie sie auf, bevor Sie den Prüler ermorden. Die Liebe der Paargeister wird mit Ihnen sein. Wie ist das, dieses Settlers Warriors, wo man vorhin geredet wurde? Leider nicht. Kira an Oberland. Ich habe die Kommunikationsphalanx neu ausgerichtet. Nerys, ich bin unter Beschuss. Wir treffen uns oben auf dem Turm. Wir können das Shuttle lokalisieren bei... Keelan. Ich meine, du kannst alles als Zukunftsversion von Siedler darstellen. Du kannst auch alles als Vergangenheitsversion von Star Trek darstellen. Lassen Sie die Waffe fallen. So, Endspurt. Ach, hier habe ich schon wieder den. Ich merke gerade, ich habe wieder den Recorder irgendwie geglitscht. Dass ich das Radar aktiv habe, obwohl ich den Recorder nicht draußen habe. Ich meine, es soll mir recht sein. Das hier wirkt, als sollte hier etwas drin sein. Ich wollte schon sagen, das wäre sonst ein ziemlich nutzloser Raum. Munition. Lassen Sie die.
Lassen Sie die Waffe. Einer spielt Siedler und einer spielt Hyrule Warriors. Einer produziert die Armee, der andere muss sie auslöschen. Das wäre aber... Also in Hyrule Warriors ist man ja, glaube ich, sehr OP. Ups. Kraftfeld. Kira an Shuttle. Computer, bitte kommen. Erwarte Befehl. Sie wollen schon gehen, Neris? Keelan. Ja, ich gehe fort. Und ich werde nicht wiederkommen. Nichts für ungut. Wir können die Überlebenden orten und ein Notsignal an das Schiff schicken. Computer, 2 zum Beamen. Ich wäre aber immer noch für die Facecam. Ach komm, du kriegst wahrscheinlich eh schon deinen Wunsch mit dem Watch-Channel. Aber ich glaube, mein Gesicht würde das jetzt hier nicht aufwerten. Die Musik ist an solchen Stellen so gut. Ich glaube, dass ich die Tempelruine von Gerardo, die Obernack beschrieben hat, in meinen letzten Albträumen gesehen habe. Ich weiß nicht warum, aber ich muss diesen Tempel besuchen. Ich hoffe nur, dass Kai Winn mich gehen lässt. Major, ich habe da etwas. Ich habe im Archiv von Memory Alpha einen Bericht eines Aufklärungsschiffes gefunden, das an der romulanischen neutralen Zone entlang patrouilliert. Die Spezies, die uns und das bajoranische Forschungsschiff angegriffen hat, sind die Grigari. Es sind Scavenger und Piraten aus den entlegenen Teilen des Beta-Quadranten. Ich habe einen vollständigen Bericht auf ihr Pad geladen. Mein Gesicht als Emote. Worüber man vielleicht reden kann, wäre eine Abo-Belohnung, mit der praktisch die Leute die Facecam an- und ausschalten können. Ich muss nur dann halt einen Hotkey einrichten. Neris, ich hoffe, dass ihr Captain meinen Brüdern helfen wird. Ich bin überzeugt, dass wir die geeignete Rolle der Paargeister für die Zukunft Bajors vergraben in den Tempelruinen auf Gerardo finden werden. Die Antwort liegt in den Drehkörpern der Paargeister. Kai Winn fürchtet die Entdeckung, die wir machen könnten. Das ist der einzige Grund, dass sie allen Bajoranern verboten hat, die Mine und den Tempel zu betreten. Auf der Defiant werden intensive Reparaturen vorgenommen. Sie wird für mindestens 2 Tage nicht einsatzfähig sein. Meiner Facecam ins Gesicht schlagen? Nein. Warum sollte ich sowas tun? Ich will doch hier keine Gewalt verherrlichen. Sage ich, während ich einen Shooter spiele. Die Leichen der Cardassianer waren durch ihren langen Aufenthalt im Weltraum stark ausgetrocknet. Nach dem Grad des Molekularschadens, den sie durch kosmische Partikel davongetragen haben, würde ich jedoch sagen, dass sie vor ungefähr 6 Jahren gestorben sind, nicht lange bevor die Cardassianer diese Station aufgegeben haben. Anscheinend haben sie sich beim Transport in der Hülle der Station rematerialisiert. Man kann aber nicht sagen, ob dies zufällig oder mit Absicht geschehen ist. Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie eine Reise zu dem alten bajoranischen Tempel auf Gerardo machen möchten. Sie sollten wissen, dass ich Kunden habe, die jede Summe für seltene bajoranische Artefakte zahlen würden, die dort vielleicht herumliegen. Als Mittelsmann erwarte ich lediglich einen bescheidenen Anteil, 40%. Denken Sie darüber nach. Möge die Weisheit des Profits Sie lenken.
So, sie spricht zum Glück nicht mit uns. Ich vermute mal, Louise Fletcher als Synchronsprecherin zu kriegen, war zu teuer. Major, ich habe die DNS-Profile der toten Cardassianer zur Identifikation nach Cardassia Prime geschickt. Es scheint, als wäre Constable Odo da über eine höchst verwunderliche Mordgeschichte gestolpert. Anscheinend hatten zwei nicht identifizierte cardassianische Soldaten vor ungefähr 6 Jahren das Pech, in die Hülle der Station eingearbeitet zu werden. Das erinnert mich an das alte cardassianische Sprichwort: Es gibt Wege, um zu sterben, und es gibt Wege, um zu sterben. Okay, weiter geht's. Mission 2 von 7. Persönliches Computerlogbuch Nachtrag. Nachdem wir Obernacks Version der Geschichte gehört haben, hat der Captain beschlossen, die Außenmission zum Tempel auf Yerado zu leiten. Er sagt, er hoffe dort die Antwort auf die Albträume zu finden, die ihm in letzter Zeit keine Ruhe mehr lassen. Ich weiß, er hat als Abgesandter viel durchgemacht, aber ich fürchte, aufgrund des Krieges und dieser Visionen, die ihn ziemlich mitgenommen haben, könnte er sich in größerer Gefahr befinden, als er zugibt oder ahnt. Ah, wir haben sogar ein paar Minen. Das heißt, wir können später auch die Schwefelmine einlösen. Mit Genozidspiel meine ich übrigens S4. Ja, das habe ich mir gedacht. Ist auch nicht... War es doch nicht ganz unrecht. Wir vermuten, dass es sich hierbei um dieselbe Kaltan-Gruppe handelt, die Obernacks Kloster angegriffen hat. Commander, aktivieren Sie die Schilde, aber halten Sie Abstand. Aye, Sir. Okay, da ist so eine Spinne. Alles klar. Außenteam, das Angriffsschiff ist im Orbit. Sie beamen Truppen an ihren Standort. Das kleinere Impulsschiff ist in die Atmosphäre des Mondes eingedrungen und nähert sich der Einrichtung. Dex, benachrichtigen Sie die Station und die bajoranische Regierung, dass wir angegriffen werden und sofortige Hilfe benötigen. Außenteam, machen Sie Ihre Waffen feuerbereit. Machen Sie schnell, wir haben noch etwas zu erledigen. Chief, ich bin im Operationszentrum. Einige Umgebungssysteme funktionieren noch, aber ich habe keinen Zugriff. Sie brauchen eine Passierkarte für das Operationszentrum, um die Konsolen zu entsperren. Bestätigt. Kira, Ende. Kannst einen Blasrohrschützen als Belohnung machen, der dir ins Gesicht schießt? Oh je, das klingt kompliziert. Und ich habe auch, muss ich dazu sagen, wie gesagt, keine Lust, dass das dann in der endgültigen Aufnahme ist, weil ich damit halt alles Mögliche machen muss. Also als separate Spur, ja. Aber nicht so. Erst. Okay, er kommt doch. Wow. Ich weiß noch, dass ich mich hier auch mal dumm und dämlich gesucht habe. Keelan, mein Zugang zum Aufzug ist abgeschnitten. Nerys, Sie müssten durch die Ventilationsschächte in den Aufzugraum klettern können. Aber zuerst müssen Sie die Ventilationsklappen vom Operationszentrum aus öffnen. Bestätigt. Kira, Ende.
Und ich glaube, von da aus sind wir als Cisco gekommen. Die Facecam wird immer brüchiger oder mit Lebensbalken. Der Stream wird ja schon fast eher zum Spiel als alles andere. So, hier liegt die Zugangskarte nämlich einfach hier rum. O'Brien, Bericht. Bisher keine besonderen Vorkommnisse, Major. Verstanden. Kira, Ende. Chief, der Zugang zum Lift ist abgeschnitten. Gibt es einen anderen Weg zum Ziel? Einen Moment, Major. Ich sehe mir eben die Schemata an. Chief, wenn ich Sie unterbrechen dürfte. Nur zu. Nero ist, Sie müssten durch die Ventilationsschächte in den... Ja, so viel wussten wir schon. Aber zuerst müssen Sie die Ventilationsklappen vom Operationszentrum aus öffnen. Bestätigt. Kira, Ende. Oh, ich muss... Moment. Ich muss Drink konsumieren. Moment. Ah, clever. Wir kriegen die grüne Zugangskarte hier gar nicht. Wir müssen die Türen umgehen. Aber nett, dass sie so eine falsche Fährte hier reinmachen. Direkt zwei Suizidbomber, was ist denn hier los? So mehrere Schuhen, entweder mit dem zweiten Programm, ja, mit dem zweiten Programm oder OBS ein zweites Mal ist, das wird, gibt Chaos. Lassen Sie die Habe ich ein Hypospray 1. Aber ich glaube, in den Versorgungsräumen dürfte ein bisschen was sein. Na und hier in den Schächten, wo nichts rein oder raus kam, sind natürlich jetzt auch einfach Gegner, ist klar. Das stimmt, aber ich muss die beiden Programme dann trotzdem separat einstellen und trotzdem möglichst gleichzeitig steuern können. Inhalt Deuterium. Ja, super. Ist hier auch irgendwo ein Hypospray? Weil sonst wird's. Phasergewehrzelle, medizinische Hilfsmittel. Aber es ist irgendwie immer nur eins davon drin. Wo kommt der denn jetzt? Der ist doch jetzt 100 pro hinter mir gespawnt, das Vieh hier. Kann das Spiel bitte damit aufhören? Da ist es wieder. Der Versuch, mir einen Jumpscare zu verpassen, weil ich irgendeinen Trigger überschritten habe.
Kann man Spiele nennen? Spiele nennen kann man. Das Problem ist, es muss halt auch Zeit geben, vor allem neben dem ganzen Content, den ich noch machen möchte. Es scheitert nicht an den Ideen, es scheitert an der Zeit. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, danke. Kira am Shuttle. Das feindliche Schiff hat den Zugangspunkt zur unteren Mine zerstört. Ich kann das Ziel nicht erreichen. Bitte helfen Sie mir. Darius, es gibt einen Hilfsschacht, der die untere Mine mit dem Tempel verbindet. Der Schacht liegt außerhalb der Basis. Sie müssen die äußeren Tore öffnen, um ihn zu erreichen. Bestätigt. Kira Ende. Genau, hier sind wir mit Cisco durch. Da waren wir dann auch drin. Wir müssen aber hier in die roten Räume rein. Also man merkt halt auch, das Spiel verwendet teilweise halt auch die Level zwischen den Charakteren wieder, aber man geht durch unterschiedliche Bereiche. Es überschneidet sich zwar gelegentlich, aber meistens sind es tatsächlich doch auch eigene Geschichten. Was auf der einen Seite clever ist, weil es Entwicklungszeit spart, aber auf der anderen Seite wird auch hilft dafür zu sorgen, dass es sich auch anfühlt, als würde man die gleichen Orte beobachten, betreten, ohne dass es halt dreimal das gleiche ist. Milk inside a bag of milk inside a bag of milk. What? Da ist es wieder. Da kann man ja echt ein Trinkspiel draus machen. Dauert zwischen 60 und 30 und 60 Minuten, ist ziemlich krass. Krass in welcher Hinsicht? Ist es krass in einer Hinsicht, in der ich möchte, dass es krass ist? So, hier ist nichts. Wetten, hier ist gleich was. Ziemlich deep oder so, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Okay. Wo ist das Vieh? Subnautica wäre auch cool. Ja, möchte ich auch noch spielen. Kartenleser. So, den Induktor, ich weiß auch, wofür wir den brauchen.
So, Subnautica ist ja, glaube ich, auch so ein Spiel, was teilweise schon in die Horrorrichtung geht. Hä? Du sollst das Ding einfügen. Chief, der Eingang zum Hilfsschacht ist eingestürzt. In der Nähe gibt es einen Phaserbohrer, aber jemand hat den Isotolinium-Induktor entfernt. Major, solche Induktoren sind ein üblicher Bestandteil bei... Ach, hier muss das rein. Es müsste in der Basis irgendwo ein Ersatz zu finden sein. Bestätigt. Kira Ende. Hallo? Okay, da funktioniert der Effekt gerade nicht. Die Leute haben extrem Angst in Subnautica, aber ich eh nicht. Wobei, ich glaube, Subnautica arbeitet, glaube ich, auch mehr mit Atmosphäre als mit Jumpscares. Ich mag halt einfach keine Jumpscares. So, wenn ich Angst haben soll, dann mach dir Mühe. So, schaff eine Atmosphäre, die es schafft, dass ich Angst habe, obwohl sehr wahrscheinlich gar keine Bedrohung da ist. Ich glaube, Subnautica triggert ja auch generell. Es gibt ja generell so eine Phobie, dass man unter Wasser ist. Ich meine, gut, das triggert Subnautica natürlich. Ah, jede Menge Zeug. Alles mitnehmen, weil ich glaube, wir können nicht hierhin zurück. Wie entwickeln diese Angst angeblich durch Subnautica? Naja, entwickeln. Ich meine, du kannst Angst auch im Nachhinein entwickeln, aber. Wenn nicht gerade ein mega Trigger-Ereignis da ist, würde ich eigentlich vermuten, dass die Leute einfach nur durch Subnautica merken, dass sie diese Angst haben. Moment, wir kommen eher später zurück, weil sonst kriegen wir nur 10 Munition, wenn es potenziell 150 sein könnte. So, ich präsentiere übrigens die kurzlebigste Taschenlampe des 24. Jahrhunderts. Jetzt schon wieder Munition. Gibt es hier irgendwas? Okay, hier finde ich in erster Linie die hier. Das heißt, wir sollten die auch verbrauchen, damit wir in Zukunft noch welche mitnehmen können. Und hier wäre halt Minen. Stimmt, wir müssen noch eine Mine einsetzen. Ich habe das immer noch nicht gemacht. Und hier ist eine Transportzone. Also, wenn die Dinger halbwegs gut wären, dann würde ich meinen, die Entwickler wollen, dass man hier wirklich mit voller Ausrüstung reingeht. Soll ich die Mine verschwenden oder soll ich damit einen Gegner töten? Da müssen wir uns jetzt entscheiden, weil verschwenden ist
kein Ding. Ich würde behaupten, sie auch gegen einen Gegner sinnvoll einzusetzen, ist schwieriger. Also was soll es sein? Ja klar, hinter mir und vor mir. Autsch. Aber das zählt. Das Vieh kam jetzt auch aus dem Nichts. Oh ja, ich glaube, hier haben wir nur einen Versuch. Hilfe. Irgendwelche Viecher in dunklen Ecken. Ah, und hier ist wieder so eine Tür. Was sagst du dazu? Also ich finde das ein bisschen also ja, es ergibt Sinn, dass man nachfragen kann, weil man einen Experten hier an der Schrippe hat. Aber ich glaube, wobei bei Cisco hatte ich, glaube ich, die Option nicht. Aber ich finde, das ist ein Rätsel, das hätte man dem Spieler eigentlich auch komplett selber rausfinden lassen können. Wie viel kriegst du, wenn man dich abonniert auf Twitch, Stufe 1? Ich krieg 50% als Affiliate. Als Partner kann der Anteil nochmal steigen, aber als Affiliate sind es 50%. Fluss geteilt, das A und das andere Ding. Da hat jemand direkt zwei Minen hintereinander platziert. Nur für den Fall, dass die eine nicht reicht. Und nicht 50% als Amazon. Deshalb, das ist der Grund, warum die Patreon-Stufen zwar an die Twitch-Abos angelehnt sind, aber insgesamt billiger sind. Weil da mein Anteil wesentlich höher ist. Ich glaube, ich zahle 8% an Patreon. Ich glaube, das könnte noch auf 11% oder 12% hochgehen, aber dann kriege ich halt nochmal mehr Features und Unterstützung von denen. Das kann man sich halt dann aussuchen.
Das wird noch richtig nervig als Worf, weil Worf hat keinen Phaser. Er kriegt stattdessen sein Buttlet, aber das ist halt eine Nahkampfwaffe. Das heißt, wenn Minen kommen muss, ist er halt gezwungen, seine teure Munition zu verschwenden. Das ist, finde ich, halt einfach ziemlich kacke gelöst. Ja, wir müssen einmal da runter. Der Teil ist nämlich jetzt wieder mehr oder weniger identisch mit dem, was wir mit Sisko und auch mit Worf spielen. Halt der Weg zum Tempel und zum Teil auch der Weg durch den Tempel ist unterschiedlich. Wo ist das Vieh? Avianisches Reptil. Giftstachel, Allesfresser, Raubtier. Aber es glitscht halt auch sich in den Felsen, ist klar. Wäre allerdings uncool, später ein Hypospray nur wegen des Gifts verschwenden zu müssen. Aber wenn es genauso ist wie bei Sisko, dann müsste hier in der Nähe auch ein Schildgürtel sein. Und zwar genau da oben links auf dem Ding. Kann man die auch einmalig spenden? Auf Patreon? Ja, theoretisch. Aber Patreon ist halt mehr für wiederkehrende Spenden macht. Oh, hier kriege ich gar keinen Artefakt, weil Sisko schon hier war anscheinend. Aber ist dann auch der Schildgürtel hier? Patreon ist halt mehr für regelmäßige Spenden gedacht, weil es halt auch wirklich darauf ausgelegt ist, dass Künstler da ein stabiles Einkommen mit erzielen können. So, wahrscheinlich liegt jetzt da oben gar nichts, ne? Nee. Also, das Spiel geht davon aus, dass Sisko das Ding schon mitgenommen hat. Irgendwann würde ich das vielleicht machen, aber ich habe gerade nicht so viel meine. Alles gut. Fühlt euch nie unter Druck, irgendwie mit Geld mich unterstützen zu müssen. Ich muss auch dazu sagen, die YouTube-Monetarisierung, ich meine, ich habe die jetzt einen Tag an. Und wenn das ist mehr gewesen, als ich für Möglichkeiten davon, weil ich davon ausging, dass viel mehr Leute Adblocker verwenden. Also mit den Einnahmen sollte sich der Kanal schon so selbst finanzieren. Oh, warte, die kämpfen gerade gegeneinander. Hat er gerade ernsthaft einen Selbstmordangriff gegen so ein Tier gemacht? Voll der große Dschihadist hier. Einfach in irgendein Tier reinlaufen. Ich weiß nicht, ob einem das auch im Bajoranischen neben nach dem Tod ins Paradies führt. Wenn man gegen eine Riesenspinne seinen Bombengürtel zündet. Dürfte ich wissen, wie viel mit den Kananachs? Ich werde demnächst, ich wollte das eigentlich schon am Anfang des Jahres machen, aber ich habe erst heute meine Steuererstattung wiederbekommen. Und das wollte ich halt schon noch wissen, ob das alles gut durchgeht. Da kann ich ein bisschen drüber sprechen, was ich letztes Jahr mit Patreon und Twitch reingeholt habe und wie viel ich auch ausgebe und was man sonst vielleicht noch dazu wissen sollte.
Was die Monetarisierung angeht, ich habe jetzt gesagt nur die Daten von einem Tag, aber wenn du auf Social Blade guckst, es ist tatsächlich eher die obere Hälfte als die untere. Womit ich halt nicht gerechnet hätte. Hydrieren. Yep. Einmal Drink konsumieren. Ohne mich würdest du bestimmt durften. Ach, ich habe auch gestern gut getrunken, so ist es nicht. So, ist hier noch was? So, in dem Level würde ich behaupten, besteht eigentlich kein Anlass, so mega sparsam mit der Munition zu sein. Voll fies, einfach das hier mit Minen zu machen. Sie haben die maximale Menge. Ernsthaft? Ich heile mich jetzt für 5 Gesundheit. Und wir haben gerade 2 Minen verschwendet, weil man offenbar nur 9 Minen tragen kann. Du darfst nur trinken, wenn jemand die Belohnung benutzt. Dann hätte ich aber gestern 5 Stunden lang nichts getrunken. Weil gestern, das Ding ist, gestern kam ja auch gar keine Benachrichtigung. Kam jetzt eigentlich auf Discord? Ist eine Benachrichtigung durchgegangen? Weil ich glaube, wenn nicht, muss ich gucken, ob die Verbindung da noch funktioniert. Ja, Pech gehabt. Woran ist er gestorben? Ja, er hat gestreamt und er hat nichts getrunken, weil niemand die Zuschauerbelohnung eingelöst hat, dass er trinken darf. Schildemitter, hier ist noch so ein Ding. Wir gehen nicht leer aus. Ich meine... Aua. Aua. Vor allem, wenn sich die Kamera nicht so komisch drehen würde. Dieses Mal kam auf Discord eine Benachrichtigung. Okay, dann funktioniert es ja. So, der Schildgürtel. Der ist eigentlich ziemlich OP, wenn ihr mich fragt. Aber ich finde, er hätte anders gelöst werden müssen. Also ich finde, der hätte vielleicht nur 1 oder 2 Treffer aushalten sollen, aber sich dafür halt selbst wieder aufladen müssen. Dass du halt Zermürbungsschaden damit verhindern kannst bei kleinen Gefechten, aber bei großen Gefechten du halt nicht einfach alles tankst. €100 im Monat mit YouTube. Wenn die Einnahmen so bleiben, wie sie jetzt für den Dienstag eingetragen wurden, wo ich es aktiviert habe für alle meine Videos, aber halt auch erst spät am Abend, dann ist das nicht unrealistisch. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ob ich neue Videos mache oder nur die ganzen Videos, die monetarisiert sind, passiv halt Views generieren. Aber ich mache schon meine 30.000 Views passiv. Inzwischen, von daher... Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel sein wird. Und das ist echt, ich spreche darüber, weil es gab ja ewig lange, also ich weiß noch, als das angefangen hat, es gab ewig lange die Aussage, man dürfte nicht darüber sprechen von YouTube aus, wie viel man mit dem Programm verdient. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das absoluter Blödsinn ist, weil ich glaube nicht, dass das irgendwo steht. Also bei Twitch steht es auch nicht im Vertrag. Also das ist einfach, die Leute wollten wahrscheinlich entweder nicht drüber reden, oder haben es halt wirklich geglaubt. Es heißt auch auf Twitch, man müsste Zuschauer bannen, die unter 14 oder unter 13 sind, wenn sie es einem sagen. Nein. Ist nicht die Aufgabe des Streamers. Es ist die Aufgabe von Twitch, sich darum zu kümmern. Da hat Mimi mal ein Video zu machen. Ja, also inzwischen ist das ja auch wieder... Also als das angefangen hat, musste man sich ja wirklich noch dafür rechtfertigen, die Monetarisierung zu nutzen und YouTube-Partner zu werden und hast du nicht gesehen. Ich meine, ich habe mich auch jetzt ein bisschen dafür gerechtfertigt, aber halt auch mehr deswegen, weil ich jahrelang
mich dagegen gesträubt habe, es zu machen. Und wenn man dann halt an so eine Meinung, die man jahrelang hatte, einfach ändert, finde ich, verdient das schon eine gewisse Begründung. Okay, ich habe jetzt einige Treffer gehabt, die mir gar keinen Damage gemacht haben. Ist die eine Mine? Vor allem, die Tür ist wieder zu. Das ist halt so erstaunlich. Also, wer auch immer wir spielen, kommt als erstes hier an und muss die Tür aufmachen. Finde ich, dass du was falsch gemacht hast. Ich glaube auch nicht, dass da jemand ernsthaft was dagegen hat. Ich glaube, die meisten Leute werden davon ausgegangen sein, dass ich die Monetarisierung schon nutze. Das H, die geteilt und ja. Dann am Ende der Fluss. Ich überlege gerade, ob man da ein Zeitlimit hat. Ich glaube, war es falsch? Nee, ist richtig. Da haben wir es sogar schon geschafft. Mission 2 abgeschlossen. Ich glaube, die Katze, das war doch gerade, ja, das war gerade Cisco. Die Cutscene hat sich nicht geändert. Wir kommen nach. Das heißt, die Tür hätte schon offen sein müssen. Mr. Worf, führen Sie mit Ihrem Trikorder einen holographischen Scan des Steingemäldes durch. Eisel. Dex an Captain Cisco. Schön, Ihre Stimme zu hören, alter Freund. Berichten Sie. O'Brien hat die Frequenzharmonie des Kommunikationssystems umgestellt, um die Magnesitablagerung des Planeten zu kompensieren. Gute Arbeit. Und die Kaltan? Sie ziehen sich zurück. 3 bajoranische Militärkreuzer sind unterwegs. Sie müssen in 4 Minuten eintreffen. Wie ist Ihr Status, Ben? Wir haben den Schrein gefunden. Scan abgeschlossen. Hier gibt es keine Drehkörper, aber wir haben ein Steingemälde gefunden, das sich als nützlich erweisen könnte. Wir sind hier fertig, Dex. Funken Sie zur Station und sagen Sie Quark, dass wir die Holosuite 1 brauchen. Für wie lange? Solange es dauert. Und was, wenn er protestiert? Sagen Sie ihm, ich bestehe darauf. 3 zum Beamen. Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 51957,9. Wir sind auf dem Rückweg zur Deep Space Nine, wo wir uns das Steingemälde von Yirado genauer ansehen werden. Die bajoranische Regierung hat geschworen, den Kaltan-Angriff auf den Tempel zu untersuchen. Aber ich vermute, Kai Winn wird die Untersuchung nicht weit kommen lassen. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Odo hat uns mitgeteilt, dass der Kanellianische Zirkel, eine medizinische Notfallorganisation auf Cardassia, eine Direktorin namens Diyar geschickt hat, um die Untersuchung der Todesfälle der beiden cardassianischen Soldaten zu leiten, die wir heute Morgen in der Hülle gefunden haben. Aber der Captain sagt, O'Brien habe auf der anderen Seite des Schotts ein Labor gefunden. Daher werden wir die Yar so lange wie möglich aufhalten. Bis auf Weiteres soll das Labor auf Befehl des Captains versiegelt bleiben. Ich bin eher so auf YouTube, dass ich dann trotzdem Werbung schalten. Ich habe mich halt, als ich das gelesen habe, wusste halt schon, dass YouTube das theoretisch macht. Weil sie es auch angekündigt haben. Aber ich habe mir nur gedacht, Moment. Ihr seid vorher sonst immer so gewesen, du musst alle Rechte haben und hast nicht gesehen. Und jetzt wollt ihr selber alles monetarisieren, so. Aber ihr wisst doch auch theoretisch nicht, was in den Videos drin ist. Laut dem Stationsschema existiert das Labor in Pylon 2 gar nicht. Die Cardassianer haben den Raum versteckt, indem sie die angrenzenden Sektionen größer erscheinen ließen, als sie tatsächlich sind. Aber das ist noch nicht das Beste. Die Energieleitungen zum Labor sind so umgeleitet worden, dass nicht einmal der Computer weiß, dass das Labor existiert. Verdammte Cardassianer! Major?
Der karnelianische Zirkel erkennt ihre Kooperation in dieser Angelegenheit an. Wir haben versucht, alle Cardassianer, die während der bajoranischen Besetzung im Kampf als vermisst gemeldet wurden, zu finden. Die Toten, die sie entdeckt haben, waren Teil von Gul Dukats Elite-Wachmannschaft. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wird ein beträchtlicher politischer Druck ausgeübt, damit die Todesursachen untersucht werden. Manche Leute vertreten die Ansicht, dass Dukat sie getötet haben könnte, um eins seiner abscheulicheren Kriegsverbrechen zu verschleiern. Wir werden nach Cardassia zurückkehren, sobald wir unsere Untersuchung des Labors beendet haben. Die haben damals KuchenTV die Partnerschaft weggenommen, weil er nicht werbefreundlich ist und jetzt haben wir was YouTube dann auf seine Videos schaltet. Ich ahne es. Also das, was teilweise als Werbung auch eingeblendet wird, ist ja wirklich... Die Sicherheitsabteilung hat einen Ebene 4-Scan des cardassianischen Shuttles durchgeführt. Es ist nicht bewaffnet. Nichtsdestoweniger sollten wir die Dauer ihres Besuches minimieren und ihre Aktivitäten die ganze Zeit überwachen. Ich habe meine vorläufige Analyse des Steingemäldes von Gerardo auf ihr Pad geladen. Es ist offensichtlich, dass das Steingemälde die drei Drehkörper der Paargeister und das Wurmloch zeigt, aber es ist nicht klar, was sie miteinander zu tun haben. Ich werde vom Computer die Ideogramme übersetzen lassen. Das wird aber einige Stunden dauern oder vielleicht sogar Tage. Major, die Leiterin des karnelianischen Zirkels, Direktorin Dea, hat darum gebeten, das Labor untersuchen zu dürfen, in dem die anderen Leichen der Opfer entdeckt wurden. Ich werde sie in Kürze dorthin bringen. Sie müssen das der cardassianischen Sicherheitsabteilung überlassen. Das Labor war direkt vor unserer Nase und blieb all diese Jahre unentdeckt. Wir wollten nicht nur ein Stück vom Kuh. Okay. Der ist gut. Zu hören, dass wir kardassianische Besucher empfangen. Endlich, dachte ich, endlich werde ich diese Kisten mit Kanar los, die noch von der kardassianischen Besetzung übrig sind. Stellen Sie sich meine Enttäuschung vor, als ich feststellen musste, dass nur drei Kardassianer an Bord dieses großen Shuttles waren und keiner von ihnen trinkt Kanar. Wie mein Vater immer gesagt hat, wenn du Profit machen willst, such einen betrunkenen Kardassianer. Es überrascht mich, dass die Cardassianer Spezialisten des karnelianischen Zirkels anfordern, um die Leichen zweier Soldaten mit niedrigen Rängen zu überführen. Es sei denn, sie wären gar keine einfachen Soldaten gewesen. Andererseits könnte das Ganze ernsthafter sein, als wir eigentlich gedacht hätten, wenn die Cardassianer wirklich hier sind, um eine Untersuchung durchzuführen. Ich nehme an, dass der karnelianische Zirkel eingeschaltet wurde, um die gefallenen Kameraden zu überführen und ihre mysteriöse Todesursache zu untersuchen. Ich muss schon sagen, was für eine Ehre für zwei gewöhnliche Soldaten. Mir fällt gerade auch noch eine Logiklücke auf, die ich vielleicht in der Retrospektive ansprechen sollte. Ich hoffe nur, dass ich sie mir merke. Wurden auf der anderen Seite des Schotts gefunden. Aufstand auf der gesamten Station. Prioritäre Sicherheitsprotokolle aktiviert.
Nun kann ich endlich beenden, was ich vor Jahren begonnen habe. Terrell Ancorza, ich habe das Paket. Wir sind unterwegs. Vorbereiten zum Start. Sisko an Ops. Roter Alarm. Dea und ihr Team sind vom Obsidianischen Orden. Sie versuchen, einen Drehkörper zu stehlen, der sich an Bord der Station befand. Captain, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber Dea hat das Cardassianische Antiterrorismusprogramm reaktiviert. Wir haben den Computerzugriff auf so gut wie alle Systeme verloren. Sir, das Programm hat außerdem einen umfassenden Transport-Scrambler auf der ganzen Station aktiviert. Es kann sich niemand mehr von der Station beamen, die Cardassianer eingeschlossen. Das heißt also, sie muss zu Fuß zu ihrem Shuttle zurück. Vielleicht kann ich sie einholen. Captain, ich bin auf dem Weg zum Andockbereich 5 und versuche, ihr den Weg abzuschneiden. Bestätigt. Chief, gibt es eine Möglichkeit, die Sicherheitssperre zu umgehen? Wenn wir einen der Computerkerne manuell reinitialisieren, könnten wir das Sicherheitsprogramm vielleicht im Diagnosemodus isolieren. Captain, ich kümmere mich um den Computerkern. Viel Glück, Major. Sisko, Ende. So, mit diesem Level bin ich zum Glück ziemlich vertraut. Major, die Cardassianer haben den Computerkern abgeriegelt. Vorsicht! Ich komme nicht zum Kommando. Sie müssen die EPS-Abnehmer auf beiden Seiten des Kerns reinitialisieren. So stellen Sie das gesamte System neu ein und entsperren die Kontrollkonsole. Bestätigt. So, hier müssen wir aufpassen, weil dahinter sind Gegner. Die Cardassianer haben ohne Warnung angegriffen. Warum tun sie das? Warum? Hier, Cloud Scan war da nichts hinter. Und dann ist auf einmal plötzlich ein Gegner da. Aufregende Musik. Das schreit auch schon so nach, es kommt Gefahr hinter dir, aber ist nicht so. Und da ist schon wieder das Crescendo. So, Nummer 1. Gleiches Spiel hier. Kira an O'Brien, ich habe die EPS-Abnehmer reinitialisiert. Was nun? Okay, gehen Sie zurück zur Kontrollkonsole und entsperren Sie den Kern. Gehen Sie dann direkt zum ODN-Netzwerkzentrum auf der anderen Seite. Ich werde Ihnen dann sagen, was zu tun ist, Major. Ich bin unterwegs. Kira, Ende. Okay, wir können den Verbündeten leider nicht helfen. Noch eine Antwort. Buchverlag. Wenn du sagst Karl Marx, nehme ich mal an, das Kapital. Oder irgendwas in der Richtung.
Dex an Kira. Das kardassianische Sicherheitsprogramm hat Personenabwehrgeschütze in einigen Sektionen der Station reaktiviert. Sie wurden darauf programmiert, jede Lebensform, mit Ausnahme der kardassianischen, zu neutralisieren. Halten Sie Abstand, Major. Dex Ende. Das Manifest der Kommunistischen Partei. Also ich glaube, ich kann einige Leute erschrecken, wenn ich das im Regal stehen hätte. Major, hören Sie genau zu. Sie müssen den Wartungszugang des Kerns anheben, um an die isolinearen Hauptbanken zu gelangen. Die Zugangskontrollen liegen zentral in dieser Sektion. Lassen Sie die Wartung. Sie müssen die isolinearen Diagnosestäbe aus den beiden ODN-Verteilerpylonen holen. Wenn Sie die Stäbe haben, kehren Sie zum Kern zurück und ich sage Ihnen, wie es weitergeht. Bestätigt. Kira Ende. Muss ich jetzt da hoch oder muss ich erst noch woanders hin? Also soll ich die Stäbe da hinbringen oder soll ich die Stäbe von da holen? Da bin ich mir gerade unsicher. Ah, okay, ja, ich muss hier. Bisschen Munition fürs Maschinengewehr. Wow, nein, 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 nein. Nope, nope, nope. Ich habe zwei Geschütze hier. Meine Freundin hat die Leninwerke in 42 Wänden im Regal stehen. Okay. Ja, klar. So, Nummer 1. Wir haben so viel an Hypo-Sprays. Das Level ist auch nicht mehr mega lang. Also Kiras Version dieses Levels ist relativ kurz. Und da sogar direkt noch ein Hypo-Spray. Setzen gravitonische Minen ein. Scannen Sie das Gebiet und gehen Sie vorsichtig vor. Dex Ende. Okay, jetzt ist nämlich hier so eine Mine. Aber gut, wir waren hier nicht. Also hier gibt es noch irgendwie Sinn, dass in der Zwischenzeit eine Mine platziert wurde. Vor allem einfach mal Minen neben einem Supercomputer einsetzen. Sehr clever. So, hier kann man leicht mal runterfallen. Nummer 1. Und Nummer 2. Kira an Chief O'Brien. Der Kern müsste jetzt im Diagnosemodus laufen. Saubere Arbeit, Major. Ich werde versuchen, das kardassianische Sicherheitsprogramm zu isolieren. Kira, ich registriere einen abnormen Eichner-Strahlungsstoß in einem der Fusionsreaktoren. Ich glaube, es handelt sich um eine weitere Trilithiumbombe. Chief, ich muss da runter. Kein Problem. Gehen Sie zum Turbolift. Sie müssten jetzt Zugang zu sämtlichen Decks haben.
Okay, mit dem komme ich nicht runter. Andere Richtung. Oh, Munition. Hier müsste noch einer sein. Lassen Sie die Waffe fallen, sprach er, während ich schon auf ihn geschossen habe. Dex an Cisco, Deas Shuttle entkommt. Traktorstrahl ist noch deaktiviert. Verfolgen Sie sie. Sie sind auf Warp-Geschwindigkeit gegangen. Tut mir leid, Ben. Wir haben sie verloren. Verdammt! Die Führungsoffiziere in mein Büro. Schnell! China hat sich Marx definitiv nicht vorgestellt. China ist auch nicht wirklich ein kommunistisches Land. Also, das... Sie nennen sich zwar so, aber... Nein. Das Sternenflottenkommando ist nicht glücklich darüber, dass wir zugelassen haben, dass der Obsidianische Orden eine potenzielle Superwaffe von der Station stiehlt. Die Wiedererlangung des Drehkörpers vom Wrack der Ulysses auf SR-3 ist ein Versuch, die Chancen gerecht zu verteilen. Details über den Drehkörper von SR-3 und den Absturz der Ulysses sind zusammen mit ihren Missionszielen auf ihr Pad geladen. Die Defiant ist voll einsatzfähig und ich habe das Team für die Ulysses-Mission zusammengestellt. Weil SR-3 tief im kardassianischen Raum liegt, müssen wir uns voll und ganz auf die Tarnvorrichtung verlassen, um nicht entdeckt zu werden. Der Computer hat die Übersetzung der Ideogramme des Steingemäldes abgeschlossen und es sieht gar nicht gut aus. Dem Text zufolge sind die drei Drehkörper die Schlüssel zum Aufstieg. Zusammen enthalten sie die Macht, die nötig ist, die Paargeister vom Fegefeuer zu erlösen und die Tore zu ihrem eigenen Himmelstempel zu öffnen, einem zweiten Wurmloch. Wenn die Drehkörper ein neues Wurmloch öffnen können, liegt es völlig im Bereich des Möglichen, dass Terrell eine Waffe erschaffen könnte, die vorübergehende Subraumrisse verursachen kann. Ich werde diese Informationen an das Sternflottenkommando weitergeben und die Ulysses-Mission in die Wege leiten. Okay, du hast mir nichts mehr zu sagen. Wir hatten schon gesprochen. Das hätte niemals passieren dürfen. Es war ein genialer Schachzug, ihre Waffen und Besatzung in der Transporteraufhängung zu lassen. Aber ich hätte darauf kommen müssen. Der vollständige Bericht über Terrell und das Drehkörperlabor ist auf ihrem Pad. Das beinhaltet alle Daten, die Chief O'Brien aus den Computersystemen des Labors gewinnen konnte und die Informationen, die Garak und ich von den wenigen Quellen zusammengetragen haben, die wir noch beim kardassianischen Geheimdienst haben. Unsere Verluste hielten sich in Anbetracht der Umstände zum Glück noch in Grenzen. Die Schwerverletzten sind alle stabil. Ich bereite gerade eine breite Auswahl an medizinischen Gütern für die SR-3-Mission vor. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand der Besatzung der Ulysses den Absturz überlebt hat. Ich würde gerne eine formelle Beschwerde bezüglich der Sicherheit auf der Station einreichen. Wenn Odo weniger Zeit damit verbringen würde, mich und meine Kunden zu belästigen, wäre er vielleicht dazu in der Lage, sich um die wahren Kriminellen und Bedrohungen der Sicherheit zu kümmern, wie zum Beispiel eine Gruppe von 50 Killern des Obsidianischen Ordens. Ah, Admiral Ross. Ich habe ihn beim
beim Cisco Run gar nicht gesehen. Aber er läuft auch hier rum. Major? Udo sollte nicht so hart mit sich sein. Der Obsidianische Orden ist der Meister der List und Infiltration. So wie ich es verstehe, war und ist Terrell besessen von den roten Drehkörpern und dem Potenzial, das sie als Massenvernichtungswaffen haben. Man kann es wohl nicht anders sagen. Sie ist ziemlich verrückt, ihr Herz sitzt aber am rechten Fleck. So sehe ich das wenigstens. Ihr Ziel ist es, eine Waffe zu erschaffen, mit der sich Cardassia von der Versklavung des Dominions befreien und dem Imperium seinen früheren Glanz zurückgeben kann. Wenn ich nur glauben könnte, dass alles wirklich so kommt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dazu beizutragen, Terrell und den Drehkörper zu finden. Okay, dann ab Mission 4 und 5. Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 51959,2. Die Defiant ist getarnt in den kardassianischen Raum vorgedrungen, um das schiffbrüchige Sternenflottenschiff Ulysses zu finden. Der Bericht von Admiral Ross besagt, dass die Crew der Ulysses einen Drehkörper gefunden hat, der dem ähnelt, den Terrell von Deep Space Nine gestohlen hat. Aber die Cardassianer haben das Schiff außer Gefecht gesetzt, bevor sie der Sache nachgehen konnten. Die Föderation hat uns beauftragt, den Drehkörper um jeden Preis von der Ulysses zu holen. Falls Terrell ihren Drehkörper in eine Waffe verwandelt, wollen sie sie mit ihren eigenen Waffen schlagen können. Ich habe die Con, während Captain Sisko und Commander Worf die Außenmission zur Wiederbeschaffung des Drehkörpers leiten. Jem'Hadar Angriffsschiff, Peilung 218.12, nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Roter Alarm! Die Schilde aktivieren! Wo sind sie hergekommen? Ich weiß es nicht. Die Langstreckenscanner haben nichts gemeldet. Schadensbericht. Die Schilde halten noch, aber sie haben die Tarnvorrichtung außer Gefecht gesetzt. Die Feind an Außenteam. Sprechen Sie, Major. Ein Jem'Hadar-Schiff hat soeben den Warp-Antrieb abgeschaltet. Wir werden angegriffen. Unsere Langstreckensensoren konnten sie nicht registrieren. O'Brien an Brücke, kommen Sie hier runter, Major. Es scheint wir... Chief? Chief, bitte kommen! Major, gehen Sie sofort zum Maschinenraum. Schon unterwegs. Dex, übernehmen Sie. Chief! Was tun Sie denn... Kira an Außenteam. Sprechen Sie, Major. Lieutenant Sulak ist ein Wechselball, Captain. Er hat unsere Langstreckensensoren verfälscht und O'Brien angegriffen. Es ist anzunehmen, dass das Dominion unsere Missionsziele kennt. Bestätigt. Wo befindet sich der Wechselball jetzt? Er ist in die Ventilationsschächte entkommen. Ich vermute, er wird versuchen, noch andere Systeme zu sabotieren. Major, nehmen Sie ein Sicherheitsteam und jagen und neutralisieren Sie den Wechselball. Bestätigt. Kira, Ende. So, Sicherheitsteam wird wenig von zu sehen sein. O'Brien an Major Kira, die Quantentorpedosysteme reagieren nicht. Sulak ist bestimmt im Sprengkopfkontrollraum am vorderen Ende des Schiffes. Ich bin unterwegs, Kira, Ende. Da drüben! Die Schilde sind ausgefallen. Die Jem'Hadar stürmen das Schiff. Captain, ich glaube, sie wollen die Defiant einnehmen. Sie wollen sie gar nicht zerstören. Wir versuchen, Sulak aufzuhalten, bevor... Captain? Kira an O'Brien. Die Jem'Hadar stören unsere Transmissionen vom Schiff zur Oberfläche. Repo-Spray. Gut, dadurch, dass die Gegner halt immer vor uns reinbeamen, ist das ein bisschen... Das ist halt immer vor uns, aber sie beamen halt immer erst rein.
Aber wir nehmen auf jeden Fall mal die Sachen mit. Ich glaube, hier ist irgendwo sogar eine Karte. Ich hab's gelesen, ja. Aua. Oh, diese Schocklinge haut aber richtig rein. Ist jetzt so ein Buch oder nicht? Nee. Okay, da ist noch Munition. Ah doch, ich wollte schon sagen, hatte ich nicht vorhin noch Munition aufgenommen? Ja. Wo will ich denn jetzt hin, verdammt? Ach, jetzt ist sie auf einmal auf. Ah, damit man... Nein, bis auf den Kampf, den wir gerade hatten. So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Gegner spawnen hier sogar unbegrenzt nach. Ah, den Chip, den brauche ich auch. So, Zugangskarte. Da drin bin ich, glaube ich, erstmal safe. Chief, die Torpedosysteme sind reaktiviert. Saubere Arbeit, Major. Ich muss wohl scharf aufpassen, sonst... Siehst du mich jetzt als Linksextremisten? Nein. Ich bin selbst sehr linksgrün versifft eingestellt. Ja, zwing mich doch rückwärts wegzulaufen hier. Okay, Doppelkill.
Also in den engen Gängen hier. Sind die Gemma da absolut tödlich. Ja, wo bin ich denn jetzt hin? Munition direkt über mir. Wenn die Gegner hier wirklich unbegrenzt nachspawnen, ist das übrigens mega uncool. Behalte Position bei. Major, der Wechselbalg hat Dolby angegriffen. Er ist in diese Röhre geflüchtet. Trinkgenosse. Jawohl. Okay, ein Hypospray haben wir noch. Ja, getarnt oder sie beamen sich halt erst rein, wenn man gerade kommt. Und vor allem, sie wissen dann auch direkt, dass du da bist. Statt zu sagen, du kannst warten, bis sie weggehen. Nein, das wäre ja zu einfach. Lass mal Wasser von Nestle kaufen und nach Afrika spenden. Aber dann kriegt ja Nestle das Geld dafür. Munition, ne, lass ich mal weg. Ja, kriege ich noch schon direkt vors Visier? Ha! Baited. Lass mal Nestle enteignen. Ja, fuck Nestle. Ganz ehrlich. So, ich brauche auf jeden Fall einen Respirator. Und der ist da drin. Ubisoft und sämtlichen Source Code. Ich finde, man bräuchte halt, finde ich, bei so Spiele-IPs, gerade wenn der ursprüngliche Schöpfer das nicht mehr inne hat, also völkerwertig bei den Siedlern zum Beispiel,
dann müsste man vielleicht auch irgendwie eine Frist machen, dass wenn es x Jahre nicht genutzt wird in irgendeiner Weise, dass es dann halt der nächste praktisch, dass es halt jemand dann praktisch beanspruchen kann und nutzen kann. Aber jemand muss dann halt auch wirklich irgendwie einen Film draus machen, ein Spiel entwickeln, irgendwas in der Richtung. Chief, ich bin im Maschinenraum. Gut. Einer der Deuterium-Regulator-Chips ist zerstört worden. Sie müssen ihn ersetzen. Es müsste Ersatzchips im Kontrollraum geben. Programmieren Sie den Chip mit einer Schreibkonsole und fügen Sie ihn dann in den fehlerhaften Slot. Na gut, die Schreibkonsole ist hier. Noch ein Problem. Sulaks Aktion hat die Torodin-Abgasventilation oberhalb der Reaktoren beschädigt. Sie werden einen Respirator benötigen, um sicher zu den Chipslots zu gelangen. Verstanden. Kira, Ende. Ja, und da ist der Chip. Meine Urheberrechtsreform ist allein schon deshalb nötig, weil es auf der ganzen Welt so unterschiedlich ist. Aber es darf, finde ich, halt auch nicht die Kunstfreiheit einschränken in dem Sinne. Also wenn, ich meine, klar, wenn jemand, der zum Beispiel ein Autor, das noch hat, dann, der halt noch lebt, dann klar, dann sollte natürlich jetzt nicht alle mögliche Fanfiction dazu entstehen, was der geschrieben hat, aber... Wie gesagt, gerade bei Spielen, wo halt auch mehrere Leute dann arbeiten, es gibt so viele Spiele-Franchises, wo niemand was machen kann, weil die Rechteinhaber es nicht wollen. Aber sie verkaufen halt die Rechte auch nicht, weil dann könnte ja jemand anderes was damit machen. Ich meine, wenn die Leute immer noch nichts machen wollen damit und die Frist abläuft, können die Leute ja, können sie ja immer noch die Rechte halt im Vorfeld verticken. Das heißt, es würde vielleicht in gewisser Weise sogar den Verkauf und den Handel von intellektuellem Eigentum sogar noch fördern. Kira an O'Brien, ich habe einen Ersatzchip. Programmieren Sie den Chip mit einer Schreibkonsole und fügen Sie ihn dann in den fehlerhaften Slot ein. Bestätigt. Kira, Ende. Feuer frei! So, wir haben... So, ich glaube, Leitern benutzen können die nicht. Fanmade darf, solange es nicht kommerziell ist, nicht verboten sein. Das ist, finde ich, auch etwas, wohinter man... Ja. Major, begeben Sie sich in den Maschinenraum. Ich habe den Wechselbalg erwischt. Ich wollte schon sagen. Lassen Sie die Waffe fallen, Major. Die Defiant untersteht nun der Kontrolle des Dominion. Takchai, Utekinta! Zwing uns nicht, dich zu töten, Klingone! So, Zeit für Prison Break. Wir haben natürlich jetzt auch nichts in Richtung Tricorder oder sonst irgendwas. Oh.
Hi Evil, willkommen zum Stream. Du kommst gerade dazu, wie wir einfach hier nebenbei die Enteignung des Kapitals planen. Was hältst du von Siedler 7? Ich muss es noch genauer spielen, aber ich konnte Siedler 6 ja leider schon nichts für das Siedler 5 Konzept abgewinnen. Und wenn ich genau darüber nachdenke, hat Siedler 6 glaube ich auch einfach keine Produktionskette, die mehr als 2 Schritte hat. Das ist eigentlich schon ziemlich arm. So, hallo Geschütz. Nein. Wieso funktioniert das nicht? Muss ich erst darüber? Nein. Hä? Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir darüber, darunter und dann an den Balken müssen. Wenn er direkt an den Balken springt, dürfen wir nicht. Siedler 5 muss unterscheiden zwischen dem offiziellen, dem Erbe der Scheiße und dem Konzept, an dem ich arbeite. Jetzt hat's geklappt. Warum auch immer. Also anscheinend ist... Aber ich kann hier langhangeln. Also... Ich dachte jetzt, vielleicht ist der Rand hier nicht Teil von dem und deshalb darf ich da nicht dran springen. Okay. Das probieren wir nochmal. Aber wenn man nach links springt, dann funktioniert das auch. Kein Freund wohl davon. Niemand mag das Erbe der Könige. Nicht als Siedlerspiel. Als Spiel für sich betrachtet okay, aber nicht als Siedlerspiel. Wer es als Siedlerspiel mag, hat kein richtiges Siedler gespielt in seinem Leben. So, ich stehe direkt im toten Winkel. Wow. Autsch. Ja, das hätte ich sehen müssen. Das war auch unnötig.
geben Sie auf, solange Sie es noch können. Ich verspreche, dass Ihnen nichts geschehen wird. Hier, nehmen Sie. Das lasse ich so nicht stehen. Geben Sie auf, solange Sie es noch können. Ich verspreche, dass Ihnen nichts geschehen wird. Hier, nehmen Sie. Ich muss schon sagen, er hat nämlich leider auch kein Hypospray. Ha! Aber die Kiste kriegen wir damit auf. Keine Ahnung, was ihr seid, aber ich lasse euch mal da in Ruhe. Achtung! Gefangene sind aus den Arrestblöcken 12, 17 und 25 entkommen. Die Flüchtigen könnten bewaffnet sein. Eliminieren Sie sie sofort, wenn Sie sie sehen. Vergessen Sie nicht, der Gehorsam bringt den Sieg. Und der Sieg heißt Leben. Das Problem ist, sie wird einen Alarm auslösen, wenn sie uns sieht. Außer wir verhindern es. Wir müssen es hinkriegen, dass sie und ihr Leibwächter nah beieinander stehen. Noch ein Hypospray, sage ich nicht nein zu. Ich bin immer so mega sparsam mit meiner Munition. Was eigentlich voll schade ist. Wie hast du nicht dazu sagen können, dass ich jemand aus der KPD kenne? Gibt es die Partei, bzw. den Nachfolger davon nicht sogar noch? Okay, ist zum Glück nichts passiert. Okay, da ist anscheinend gerade Friendly Fire Time. Okay, du hängst da rum. Ah, diese Konsole sieht wichtig aus. Genau, da sind nämlich unsere Sachen drin. Okay, keine Ahnung, wo der jetzt herkam.
Deswegen, ich muss erstmal an eine Stelle kommen, wo ich überhaupt einen Blick auf das Ding habe. Ich glaube, ich kann es gleich zerstören, wenn ich den Phaser habe. Alle kommunistischen Parteien, die aktuell wählbar sind, sind scheiße und verdrehen den Marxismus. Streich das kommunistisch und dann haben wir einen vollen Satz. Recorder, Laser. Ich glaube, im anderen dürfte das Gewehr sein. Okay, es hat Schaden genommen. Genau, es dreht sich jetzt nicht mehr. Jetzt praktisch, dass hier der Durchgang ist, weil das Phaser-Gewehr braucht man nicht unbedingt, aber Phaser und Recorder sollte man schon mitnehmen. Aua. Ah, ich glaube, das ist eine. Also, sie hat auf jeden Fall eine schwierigere Stelle in diesem Level. Den Clip aus einer krassen Aussage machen, wie du jetzt diesen Stream nicht auf YouTube hoch, das war gerade so gut. Ja, das kommt auf YouTube. Ich bin auch mal gespannt, ich hatte ja sowieso schon mal überlegt, ein Video zu machen, so in Richtung Spinny D ohne Kontext. Er hat schon die Hand gehoben, obwohl er mich noch gar nicht gesehen hat, ist klar.
Ah, der Phaser hat einfach so eine lange Ladezeit. Die Gegner wären eine viel größere Bedrohung, wenn sie Leitern benutzen könnten. Schon die Hand gehoben, obwohl er mich noch nicht gesehen hat. Hitler-Joke. Jetzt ist aber mal gut hier. Er hat beide Hände gehoben, okay? Oh, hier kommen gleich mehrere Gegner, wenn wir das machen. Warte, da können wir hoch. Können wir da irgendwas finden oder machen? Also wenn wir jetzt ein Schild finden, dann nehme ich zurück, was ich sagte. Ah, nee, wir müssen hier später rein. Ich dachte schon, jetzt wäre hier ein Schild versteckt und... Weil es gibt später eine Situation, die gefühlt darum balanciert ist, dass man so ein Ding hat. Was für ein Sozialfaschist ist man denn, wenn man beide Hände hebt? Ich sehe nur zwei. Wo ist Nummer drei? Da. Okay, du hast mich gesehen. Der haut so hart rein. Aber er kann seine Fähigkeiten nur einsetzen, wenn er ganz nah dran ist und wenn ich weglaufe, klappt das halt nicht. Ja, ich habe schon verstanden, was der Joke ist. Aber ich habe jetzt kapiert, dass du... Ja, ich glaube, wir haben da beide gerade aneinander vorbeigeredet. Eigentlich war das ein Dönerbuden-Ali-Fan, weil die heben ihre Hände nach hoch. Na. Nee, warte. Hat mich zwar nicht verletzt, aber trotzdem. Ich muss mir echt mal Speedruns von diesem Spiel angucken. Bin mal gespannt, was ich da noch erfahre, was ich nicht schon vorher wusste. Weil es überhaupt so große Speedruns zu diesem Spiel gibt.
Längst nimmst du noch, ich muss duschen, den will aber nichts verpassen. Ich meine, das ist jetzt das 5. von 7 Leveln. Ich glaube, der Run wird ein bisschen kürzer als der gestern. Also ich denke mal, bis Mitternacht geht der Stream aber schon noch, oder zumindest um den Dreh. Munition, die random rumliegt, sehr gut. Okay, er hat mich gesehen. Auf den Gefallen, dass gleich der Alarm ausgelöst wird wegen der Leichen. So, wenn man sich hier ein bisschen umsieht, findet man ein paar Sachen, aber ich glaube, nichts davon ändert was, wo wir hin müssen. Und dass da ein ziemlicher Difficulty Spike kommt. Schocklinge ist noch voll geladen, das heißt, die Kiste bringt uns gar nichts. Und hier in dem Level sind leider vor allem die Water, die wandelnden Medipacks. Yeet, würde ich mal sagen. Das sieht so falsch aus. So, hier Spawn hat gefühlt auch unbegrenzt Gegner nach.
Dieses nicht mit dem... Ja, auf kurze Distanz kann ich mit dem... Kann ich mit dem Tricorder sie finden. Du hast dich verraten. Und da ist gerade noch einer unsichtbar geworden. Der Sieg heißt Leben. Aber es ist halt wirklich... Bin ich hier direkt an der Kloneinrichtung oder was ist hier los? Wieso spawnen die unbegrenzt nach? Ich meine, ich habe keinen Alarm ausgelöst. Ernst gemeinte Frage, wo kommen die her und warum wissen sie direkt, wo ich bin? Wo spawnt ihr? Der ist doch... Warum spawnt die hier immer weiter? Hier, die spawnen hier immer weiter. Es gibt hier unbegrenzte Gegner-Spawns, obwohl ich keinen Alarm ausgelöst habe. Ich würde ja fast mutmaßen, dass das eigentlich nicht gewollt ist. Aber das ist der Difficulty Spike, den ich meine, weil unbegrenzte Gegner heißen natürlich auch potenziell unbegrenzter Munitionsverbrauch und unbegrenzter Gesundheitsverlust. Das war die Geschichte hier. Okay, es rotiert. Wie Lebensform. Ich wollte schon sagen, da dürfte nichts sein. Das tötet uns instant. Und auch alles andere. Ja, warte. Ich möchte gerne nicht hängen bleiben. Kannst du bitte nicht hängen bleiben? Und vor allem nicht im Schneckentempo hier durchkriechen.
Das war viel knapper, als es hätte sein dürfen. Also ich finde, das Timing hier ist ein bisschen sehr tight. Vor allem, wenn man so hängen bleiben kann. Übrigens auch eine Stelle, wo ein das Spiel gut jumpscaren kann. Netter Versuch. Hier sieht zwar aus wie eine Leiter, ist aber keine. Ist ein Lift. Shotgun. So, die Dinger müssen wir irgendwie abschalten. Na, kommen Sie woanders hin. Okay, das ist ziemlich nah an einem One-Hit. Und hier haben wir jetzt gar keinen Ziellaser, den wir sehen könnten.
Sie werden vernichtet. Okay, beide erwischt. Du hast natürlich jetzt auch kein Hypospray, ist klar, aber hier ist eins drin. So, jetzt schnell raus hier. Oh, das war's sogar schon. Habe ich, ich vermisse ja und wie. Es war mega still. Du bist auch pünktlich zum Ende der Mission wieder da. Es wird nicht leicht sein, den Obsidianischen Orden in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Aber wir können es uns nicht leisten, zu versagen. Das Sternflottenkommando hat Berichte über anormale Störungen im Subraum um Hasteral erhalten. Es scheint, dass Terrell bei der Entwicklung ihrer Waffe Fortschritte macht. Wir haben also keine Zeit mehr. Ich habe die Missionsziele auf ihr Pad geladen. Ich hatte gerade so einen Gedanken, eigentlich wäre es ja ziemlich cool. Denn, ich meine, solange man das Originalspiel benötigt, wäre das ja wirklich auch rechtlich kein großes Thema. Aber praktisch ein Remake dieses Spiels mit der Unreal Engine 4. Wobei gut, wenn du, ich meine, du müsstest halt so Sachen wie die Sprachdateien müsste man halt importieren. Wenn alles andere scheitert, Texturen und so müsste man eh neu machen. Die ich in der ganzen Einrichtung anbringen werde, dafür sorgen, dass Terrells Experimenten ein Ende gesetzt wird. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommen wird, aber wenn es nicht anders geht, werde ich nicht zögern, es zu tun. Major, Ihr Übertragungsimplantat wird es uns ermöglichen, zu kommunizieren, während Sie in der Basis sind. Aber um nicht entdeckt zu werden, müssen Sie die meiste Zeit während der Mission Funkstille bewahren. Viel Glück, Major. Oder sollte ich Alira sagen? Major, ich habe das Gefühl, dass Sie das nicht als Kompliment auffassen werden, aber als Cardassianerin sind Sie ziemlich hinreißend. Oh, die Mission wird nervig. Ich meine, das ist eine Stealth-Mission und Stealth funktioniert in diesem Spiel so wirklich gar nicht. Also entweder sind die Gegner komplett blind oder sie sind hyper aufmerksam. Es gibt nichts dazwischen.
Major, Sie sind entzückend als Cardassianerin. Ich schätze, wahre Schönheit ist nur oberflächlich. Nein, im Ernst. Ihre Erscheinung sollte jeder flüchtigen Inspektion standhalten. Ich hoffe nur, dass der Obsidianische Orden Sie keiner genetischen Untersuchung unterzieht. Viel Glück, Major. Wir werden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen beibehalten, solange der Drehkörper sich auf der Station befindet. Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 51965,2. Garaks Quellen sind Terrell nach Asteral gefolgt, einem gefrorenen Felsball inmitten der Badlands. Sie arbeitet in einer Basis des Obsidianischen Ordens auf der Oberfläche und versucht, den Drehkörper in eine Art Superwaffe umzuwandeln. Hey, Nikis? Oder Nike? Dieses Mal versuchen das richtig aus? Wege. Hineinschleichen, Terrell finden und ausschalten, den Drehkörper holen und dann ab nach Hause. Aber um das Gelingen dieses Planes zu sichern, muss jemand die Basis als Cardassianer infiltrieren. Ich habe mich freiwillig für den operativen Eingriff gemeldet und werde die Identität von Alira Real annehmen, einer Wissenschaftlerin der Forschungsstation auf Hasteral. Bei meiner Arbeit innerhalb der Basis wird es meine Aufgabe sein, die Sicherheitssysteme zu neutralisieren, den Drehkörper zu finden und Worf und dem Captain ein Zeichen zu geben, wenn die Operation beginnen kann. Ich habe leider keine Möglichkeit, die Chats wirklich mit einzubeziehen. Also den Chat praktisch ins Video zu integrieren. Weil ich es halt nicht, ich mag das ehrlich gesagt mit den Overlays nicht so. Ich meine, ja, für den Wort ist es blöd. Gerade wenn man der Wort dann nicht auf Twitch selbst ist, weil auf Twitch selber hast du das ja wieder. Aber kann ich leider erstmal nicht ändern. So, Nike, willkommen zum Stream. Du hast gesagt, letzteres war richtig. Durchstreife das Gebiet weiter. Der Film Mission 8 nach 6 Stunden. Okay, da hast du auch natürlich ein paar Anläufe gebraucht. Ah, das ist verlockend. Hier ist ein Hypospray bestimmt drin, aber wenn ich meine Waffe ziehe, kriege ich Ärger. Als Untertitel einfügen. Wenn der Chat irgendwie extrahiert werden kann, dann vielleicht. Siehst du, das hat jetzt die Kamera gesehen. Alles, was glitzert, ist aber Mission 6. Das ist natürlich, da braucht es natürlich klar, dass er dann da mehrere Worte. Kann ich das so ein bisschen Sokobahn-mäßig machen und die Kiste hier rausschieben? Ja, aber ich krieg sie nicht aus der. Doch. Ha. Wenn ich sie runterschmeiße, kann ich das. Ja, cool. Okay. Darauf muss man erstmal kommen. Spielst du gerne Oldschool Games? Ich will ein Video zu dem Spiel hier machen, deshalb brauche ich halt Gameplay. Sie sind nicht autorisiert hier zu sein. Aber wo soll ich denn sonst hin? Durchstreife das Gebiet weiter. Mein Nacken ist ganz gefühllos. Was war nochmal der Grund, eine Basis auf einem gefrorenen Ödland aufzubauen? Erstatten Sie auf der Stelle Ihrem Supervisor. Ja, ich muss ja erstmal da hinkommen. Durchstreife das Gebiet weiter. Aber hier ist ja auch nichts, wo ich reingehen kann. Und ich meine, hier wurde ich abgesetzt. Offiziell. Was war nochmal der Grund, eine Basis auf einem gefrorenen Ödland aufzubauen? Ich komme nicht einfach an ihm vorbei.
weiß auch nicht, ob ich an ihm vorbei muss, weil ich glaube, dahinter ist... ist dahinter was, wo ich hin muss? Wir können den Knopf nicht drücken, während er da steht, ne? Nein. Ja, wenn wir ihn irgendwie dazu bekämen, da wegzukommen, wie ging denn das? Wir würden jetzt angeblich exportieren können. Das über die Untertitel zu regeln, ja, aber du musst ja trotzdem die Timings dann auch drin haben. Also wenn das irgendwie eine Untertiteldatei auch irgendwie mit dem Timing noch halbwegs sinnvoll hinkriegt, das wäre natürlich geil. Ja, das meine ich mit hyper aufmerksam. Ich ziehe meine Waffe da hinten in der dunklen Ecke und er sieht es instant. Aber wirklich sowas von. Ja, und jetzt habe ich die ganze Basis mitgekriegt. Wie soll man das denn machen, verdammt? Lassen Sie die Waffe. So, das Ding ist, ich weiß auch nicht, ob die mir den Kill automatisch zuordnen, aber ich vermute mal ja. Hat das jetzt jemand mitbekommen? Der Alarm wurde ausgelöst. Ja, das hat jemand... Also wenn man den Alarm auf dieser Mission auflöst, hat man im Prinzip schon verloren. Zumindest da drin ist eine Kamera, das heißt, da kann ich den einen Soldaten halt auch nicht töten. Ich kann höchstens probieren. Ich glaube, ich muss... Wenn ich Pech habe, kriegen das nämlich alle mit. Ist das eine Schleichmission? Eine Schleichmission in einem Spiel, das eigentlich kein Schleichspiel ist. Ja. Weil sobald ich irgendwas mache, gefühlt, werde ich halt auch direkt erschossen. Lassen Sie die Waffe. So, den einen Treffer nehme ich hin.
Vor allem, das heißt hier Sperrgebiet. Hier soll ich hin. Durchstreife das Gebiet weiter. Hier ist ein Sperrgebiet. Ja, aber hier ist der Typ, zu dem ich hin soll. Bis dahin werden Sie mir bei der Analyse der Werteräum-Emissionsdaten des Drehkörper-Artefakts assistieren. Ja gut, ich habe eigentlich vor, heute noch hier wegzukommen. Erhöhte Aktivität der Magneton-Impulsspule um 30%. Durchstreife das Gebiet weiter. Lassen Sie die Waffen... Die Wachen sind alarmiert. Sie sind hier. Ja. Wählen Sie ein... Erhöhte Aktivität der Magneton-Impulsspule um 30%. Ja, hier ist eine Kamera. Wir müssen sie irgendwie dazu kriegen, uns... Na, kommst du hier irgendwie runter? Nein? Ja, von ihr kriegen wir eine Schlüsselkarte. Von da drüben aus. Ich meine, es ändert nichts daran, dass ich den Soldaten nicht los... Also, dass ich jetzt zwar den Soldaten loswerde, aber die Kamera nicht. Lassen Sie die... Nee. Das ist alles illegal. Kann natürlich sein, dass die Schlüsselkarte auf ihr eigentlich ein Köder ist und man sie eigentlich woanders kriegen soll. Wir könnten Gesellschaft haben. Sie sind nicht autorisiert, hier zu sein. Dafür, dass ich nicht autorisiert bin, hier zu sein... Habt ihr alle gar kein Problem damit, dass ich hier bin? Er hat da drin auch ein Alarmterminal. Ich versuche gerade die Daten von Twitch runterzuladen. Jetzt hatte ich was versehen, deinen ganzen YouTube-Kanal runter. Was? Das ist schnell eskaliert. Ich muss das Kraftfeld irgendwie wegkriegen, weil sonst kann ich das vergessen. Lassen Sie die Waffe fallen. Das kriegt er jetzt mit? Nein? Okay. Komm hier nicht rein. Weil ja, ich habe den jetzt gekillt, aber... Und die Leiche ist auch schon verschwunden. Aber an ihn komme ich jetzt auch nicht dran. Das Ding ist, ich kann auch meinen Tricorder nicht nutzen, wenn Gegner da sind, weil das ein Sternenflotten-Tricorder ist und keiner, der hier reinpassen würde. Was würde ich nicht für eine Flasche Kanar oder ein Dampfbad mit Ulanik? Level 1 Wissenschaftszugang benötigt, ja. Kann ich...
Naja, das bringt leider auch nichts. Wenn ich jetzt auf alle Daten aus Starten klicke, habe ich seinen Kanal bis zum Video, ich bin bei Schwefel gebackupt. Was? Tu dir das doch nicht an! Hier ist die Kamera, das heißt, an sie komme ich nicht dran. Ich überlege gerade, was haben sich die Entwickler gedacht, wie man das lösen soll? Weil das andere sah aus, als könnte es das sein. Komme ich hier irgendwo von der Seite vielleicht rein? Hier ist das... Ich höre das Kraftfeld, also das ist der Raum. Was würde ich nicht für eine Flasche Kanna? Hier ist aber auch keine Konsole, mit der ich interagieren kann. Ja, vor allem, er hat jetzt durch die geschlossene Tür mitbekommen, dass ich meinen Tricorder gezogen habe. Das meine ich. Du weißt nie, wann du hier irgendwas machen kannst. Zum Glück interessiert ihn auch überhaupt nicht, dass ich hier mit Ausrüstung stehe, die ich nicht haben sollte. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich hier gerade tun soll. Ich sehe auch keine Möglichkeit, die Kamera da oben irgendwie zu deaktivieren. Die Konsole hier macht nichts. Das Problem ist, dass die ganzen Sachen ja auch... Das Programm kannst du mir gerne mal schicken für den YouTube-Downloader, weil... Ich habe bis jetzt noch kein zuverlässig funktionierendes Programm gefunden. Was noch funktioniert. Durchstreife das Gebiet weiter. Level 1 Militärzugang benötigt, das kriegen wir gar nicht. Glaube ich. Der Magneton-Impulsspule um 30%. Ja, an die Konsole komme ich auch nicht. Ich müsste sie halt bedrohen oder töten, damit ich ihre Karte kriege. Durchstreife das Gebiet weiter. Ich meine, vielleicht höchstens. Ich meine, ich darf schleichen. Aber ich vermute, wenn ich sie jetzt schlage... Was tun sie? Ja. Vor laufender Kamera ist das natürlich nicht so geil. Ich kann natürlich versuchen, den Soldaten da unten, aber das bringt mir halt auch nichts, den loszuwerden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe, zu schleichen und jemanden damit außer Gefecht zu setzen.
Aber man muss direkt hin, man muss die Person praktisch schon anfassen. Das kannst du eigentlich nur auf diesem Level machen. The more you know. Ja, das hat nämlich jetzt wiederum... Klingt natürlich auch voll für die Kamera zu zerstören, wenn der Alarm bis dahin schon ausgelöst ist. Ich meine, kann ich dafür dann vielleicht jetzt... Das ging. Okay, nein. Ging nicht. Hat's trotzdem gehört. Wie soll ich das denn machen? Echt jetzt? Springen ist auch illegal? Was darf man auf dieser Basis eigentlich? Ich will dir doch nur eine Rückenmassage geben. Das hat natürlich auch jemand mitbekommen. Ich weiß zwar nicht wo oder wie. Aber ich muss mich korrigieren. Das mit dem Schleichen funktioniert schon. An einer Stelle im Spiel. Durchstreife das Gebiet. Hier ist ein Sperrgebiet. Das war mein Fehler. Kann es sein, dass ich mich gewaltsam da reinkämpfen muss? Also, dass ich wirklich die Karte nehmen muss? Hier und dann hier rüberlaufen soll? Darf ich fragen, wie alt du bist? Würde ich von der Stimme her auf Ende 20 schätzen. 25. Echt jetzt? Da drüben. Da drüben. Hallo? Durchstreife das Gebiet weiter. Da drüben. Und es ist instant Alarm ausgelöst. Durchstreife das Gebiet weiter. Stellen Sie sicher, dass die Fracht mit äußerster Sorgfalt behandelt wird. Lassen Sie die Waffe fallen. So, ich habe nur diese Waffe. Nee. Das kann's doch nicht sein. Also, was ist das bitte für eine Stealth-Mission, wenn das die gewollte Herangehensweise ist? Der hat noch nichts mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Art und Weise ist, wie es gemacht werden soll. Das
ist das denn für ein Stöhnen, wenn die Schaden kriegt? Ich weiß nicht, ob es in der englischen Version auch so ist, aber in der deutschen ist es so. Ist aber auch nicht unüblich in den Spielen aus der Zeit. Das Voyager-Gegenstück dazu, Elite Force, muss man mal mit der weiblichen Protagonistin spielen. Und dann springen oder irgendwas tun, die ist nur am Stöhnen. Also, das Danke klang irgendwie bestimmt im Original anders. Zweitens direkt erstmal sexuelle Belästigung hier. Kann ich bitte zu HR? Ich möchte bitte etwas melden. Aber vor allem, ich habe draußen Alarm ausgelöst, also eigentlich müssten die hier voll auf Alarmbereitschaft sein. Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind bis auf. Hier ist ein Sperrgebiet. Ja, Entschuldigung, hier ist überall Sperrgebiet, ich darf nirgendwo sein. Diese Mission ist so ein Meme. Und ich wüsste wirklich gerne, wie man das eigentlich hätte machen sollen. Also was war, das kann doch nicht die Idee gewesen sein, dass man sich hier voll Rambo-mäßig da reinballert. So, auf der anderen Seite des Komplexes. Ja gut, das ist aber auch nur eine leere Drohung. Er hat gesagt, andere Seite des Komplexes. Sie auf der Stelle Ihren Supervisor Bericht. Das war mein Fehler. So, hier müssen wir auch noch später hin. Sie sind nicht autorisiert, sich hier aufzuhalten. Das war mein Fehler. Hier ist ein Sperrgebiet. Hier, das ist richtig. Ihr Supervisor Emi ist hier irgendwo. Ja, danke. Ihr Supervisor Emi ist hier irgendwo. Ich habe sie auch bis jetzt, glaube ich, erst nur einmal gefunden in allen meinen Playthroughs. Da kann Order of the Flame. Sagt mir nichts. Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind bis auf weiteres aktiviert. Ja, du bist definitiv nicht die Person, die ich suche. Wo läuft die hier rum? Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind bis auf weiteres aktiviert. Ich habe auch kein weiteres Hypospray, also ich habe mir keinen Spielraumbefehl. Kriege ich gerade Konkurrenz? Der Chat gehört mir. Ja, dann kämpft darum. Hier super. Kann ich? Ist hier irgend- Wache! Ja, okay. Wenn man einen Alarm auslöst hier, kannst du es eh vergessen, weil dann werden Kraftfelder aktiviert und du kannst vergessen, hier irgendwo nochmal hinzukommen. SS4 Battle 1v1. Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Aber wo? Offensichtlich ja nicht hier.
Bist du's? Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1. Sie müssen Alira Royal sein. Willkommen in unserer Einrichtung. Freut mich, Sie kennenzulernen. Bitte folgen Sie mir zum Computerkern. Ja. Also ich habe das Gefühl, ihr soll man halt wirklich auch folgen und sie dann wahrscheinlich dann irgendwann in einer günstigen Gelegenheit abmurksen. Wir haben sie zumindest schon mal gefunden, das ist schon mal gut. Ja, hallo, lauf weiter. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Ja, aber wem erzählst du das? Das Experiment wird drei Neuankömmlinge. Ja. Hier ist auf jeden Fall keine Gelegenheit, weil Kamera, Soldat, Zeuge. Für einen Enneas als Enneas ist auch eine der schwierigeren Karten. Ich habe heute auch noch eine gespielt, die so ein bisschen was von der Buddelkarte hat. Aber finde ich gut balanciert ist. Also wenn man halbwegs optimiert, also man muss relativ optimiert spielen, aber wenn man das hinkriegt, dann passt es perfekt. Ja, da ist auch eine Kamera. Sie macht aber auch nichts. Wo soll ich sie denn jetzt... Irgendwie muss ich sie ja abmurksen können. Irgendwo, wo keine Zeugen sind. Sie hat sich mir auch gar nicht vorgestellt, also unter Umständen ist das gar nicht die, die ich suche. Aber sie ist die Einzige, die gezielt mit mir redet. Siehst du, hier ist die Kamera. Was tun Sie? Instant Alarm. Ja, komm. Ist gut. Was tun Sie? Ja, nee, ich dachte für einen Moment, das hier wäre der Ort, aber nope. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Das Ding ist, selbst wenn ich sie von hinten, also wenn ich von hinten dann die Waffe ziehe und schieße, also selbst erstens kriegt sie das instant mit und zweitens hört das dann halt auch jeder. Aber sie läuft jetzt einfach nur Runden durch die Station. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level. Zugriff auf Missionsziele. Ich meine, ich glaube, ich kann irgendwo die, weil Kira ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Überwachung im äußeren Teil für Cisco und Worf deaktiviert wird. Das heißt, vielleicht kann ich die Kamera, ich glaube, ich muss die Kameras irgendwie ausschalten. Vorausgesetzt, ich darf da rein. Vorausgesetzt, ich komme da rein mit meiner Level 1 Karte. Nein, nicht hier. Da. Komme ich hier rein? Level 2 Militärzugang. Melden Sie sich auf der Stelle bei Ihrem Supervisor. Nee. Leider nicht. Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind bis auf Weiteres aktiviert.
Da drüben. Er dreht sich um, noch während ich zuschlage. Kannst du mal SCP Containment Breach spielen? Das ist kostenlos. Nein. Ich weiß, was das für ein Spiel ist. Nein. Taktische Daten. Missionsziel. Zugriff auf Missionsziel. Tun Sie alles, um eine Karte zu erlangen. Ja, super. Ihr Computer befindet sich im Administrationszirkel, aber da bringt er mir nichts. Was tut? Ja, hier ist natürlich auch direkt ein Soldat um die... Hier sind überall Soldaten um die Ecke. Hast du früher viel Star Trek geschaut? Ja, tue ich auch jetzt noch, wobei ich halt die neue Staffel PK und die neue Staffel Discovery noch nicht gesehen habe. Und jetzt Strange New Worlds kann man, glaube ich, auch noch nicht in Deutschland gucken. Zumindest nicht legal. Und Prodigy habe ich noch nicht gesehen. Metroid Zero. Metroid habe ich auch noch nichts gespielt in der Richtung. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Durchstreife das Gebiet weiter. Hier ist eine Kamera. Hier sind überall entweder Soldaten oder Kameras. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Drei Neuankömmlinge erfordern. Und sagt, sobald ich einen Alarm auslöse, habe ich im Prinzip verloren, weil überall Kraftfelder aktiviert werden. Also da komme ich dann auch nicht raus. Sie sind nicht autorisiert, hier zu sein. Ich meine, irgendwie muss ich es beim letzten Mal ja auch gemacht haben, aber keine Ahnung wie. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Der Typ, der uns vorhin belästigt hat, ist noch hier. Aber das wäre so eine falsche Fährte, wenn erstens wir ihn töten können, ohne dass wir... Ja, er hat auch gar keine Karte. Nee. Das wäre es jetzt aber auch gewesen. Ja, super. Wo ist sie jetzt hin? Ja, sie steht hier, aber... Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind bis auf Weiteres aktiviert. Ernst gemeinte Frage, wo kann ich sie abmurksen, ohne dass auf einmal die ganze Einrichtung mich töten will? Hier gehst du nie rein. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Hier unten ist auch eine Kamera. Also wenn jemand googeln möchte, nur zu, ich kann das jetzt schlecht tun. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Hier auch wieder instant. Und da ist auch ein direktes Kraftfeld. Also ich komme ja auch gar nicht mehr raus. Wählen. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Einem der Korridore. Das Ding ist, wenn sie nicht steht, was tun sie? Dann kann ich sie, glaube ich, auch nicht instant töten. Beziehungsweise niederschlagen. Drei
Level 1 Zugang. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Hier ist bei so ein Bot. Ja, ich habe den Bot gesehen, aber so. Ganz ehrlich, solange du nur eine Nachricht schreibst, ist alles gut. Hier im Korridor? Lassen Sie die Waffe fallen. Hier, nehmen Sie. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Ja, und ich kann mich jetzt auch nicht verteidigen. Ja, den Spielstand kann ich nicht verwenden. Ich verstehe nicht, was sich die Entwickler bei diesem Level gedacht haben. Ich auch nicht. Die läuft die ganze... Ich habe das schon so oft gespielt, halt als Kind damals immer mit Cheats. Deswegen habe ich auch damals nie rausgekriegt, wie man es eigentlich machen soll. Aber ich bin so lange dieser Truller hier hinterher gerannt. Drei Neuankömmlinge erfordern einen Level 1. Ja, das hat er jetzt natürlich auch gesehen. Um die Ecke durch die Wand durch hat der das gesehen. Das Level ist vom Grundprinzip her so gut, aber da hat sich wirklich, das ist nicht, ich habe das Gefühl, das ist nicht fertig. Ankömmlinge erfordern einen Level 1 Zugang. Das Ding ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, was ich vielleicht machen kann, ist, wenn mich sonst niemand sieht, sie mit der Waffe bedrohen. Aber ich meine, die rennt doch sofort, also die wird doch dann sofort einen Alarm auslösen, wenn ich dann weg bin. Level 1 zu. Lassen Sie die Waffe fallen. Hier, nehmen Sie. Ja, das haben jetzt natürlich auch direkt alle mitbekommen. Lassen Sie die Waffe fallen. Da ist das Geschütz. Ich will das jetzt wissen. Mal gucken, was Google zu dem Thema sagt. Hier ist ein Guide. Gerardo Mainz, Gerardo Tempel, SR3, Odysseus. Okay, das ist aber der Teil für Cisco. Ich brauche den. Du, es gibt zwei, okay, bei dem einen Spike, den wir vorhin hatten, im Aduria-Level, wo wir die unbegrenzten Gegner hatten, es gibt zwei Kameras da. Aber das Ding ist, wenn du einmal entdeckt bist, hast du halt eh verloren da. Dies. Also ich hab's bis heute, anscheinend habe ich das Level noch nie richtig gemacht.
Wie stoppe ich die Überwachung? Muss die Wache töten? Also das war vorhin das, wo wir vor dem Kraftfeld standen. Ich habe aber den Generator nie gefunden. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen verarscht. Wählen Sie eine Datei. Hier. Hier, die Konsole sollen wir verwenden. Aber... Also wir sollen hier auf jeden Fall rein. Man soll da die Kamera ausmachen. Aber wo ist denn hier der Generator? Dein Ernst? Ich hab das doch 10-mal alles gescannt hier. Okay, also den Teil konnte man ohne Gewalt lösen. Verstehe. Das hilft uns aber hier nicht. Ja, okay, so genau so hätte ich das machen müssen. Jetzt im zweiten. Ja, ich muss sie bedrohen. Weg von den Kameras und weit weg von Wachen. Aber es gibt, ich sehe keinen Ort, wo beides gegeben ist. Hier sind Geschütze, also das bringt uns auch nichts. Was zum... The fuck? Also nur... Nee, die ist gerade... Der ist gerade weggelaufen. Was? Bitte? Also ich bin gerade an ihr vorbeigeglitscht. Sie fühlt sich davon bedroht. Die Wachen sind aber nicht getriggert dadurch. Und sie ist jetzt komplett traumatisiert. Was zum Fick ist gerade passiert? Das ist nicht die Art, wie man es machen soll, glaube ich. Was? Ich bin okay, ich bin happy. Erstmal die scheiß Überwachung ausmachen. Hier ist ein Sperrgebiet. Ja, aber ich darf hier sein. Ich bin hier, also darf ich hier sein. Wer sind Sie? Wie haben Sie Zugang zu diesem Bereich erlangt? Hier ist ein Sperrgebiet. Und hier sind auch keine Kameras. Krieg ich ihn? Was tun Sie? Lassen Sie die. Okay, aber ich muss die. Ich muss die Konsole direkt bewachen. Lassen Sie die Waffe fallen. Okay. Level 3 Pass. Natürlich hat auch der Überwachungsraum als einziger Raum keine eigene Kamera. Warte, hier ist auch noch ein Hypospray. Aber das war gerade einfach so dumm. Ich sehe keinen Ort hier, wo nicht Kameras, Geschütze oder Wachen sind. Ich meine, er ist jetzt alarmiert, aber hat irgendwie nicht... Oh nee, er ist nicht alarmiert, es ist nur wegen oben.
Aber ich finde es auch so krass, dass sie halt jetzt getriggert war, aber er nicht. Du hast... Du bist... Nein, sind sie nicht! Wisst ihr, ich laufe jetzt an dem vorbei und den interessiert das gar nicht. Okay, ja doch, jetzt interessiert es ihn. Jetzt interessiert es ihn, weil er gesehen hat, dass ich hier bin und sie in Panik ist. Aber... Das war jetzt auch eine schwere Geburt. So, kann ich jetzt... Ich glaube, jetzt kann ich auch die... Boah, ich brauche den Militärpass, um da reinzukommen, ne? Melden Sie sich auf der Stelle bei Ihrem Supervisor. Genau, Militärzugang. Da hätte ich die Kameras ausschalten können. Aber ich krieg den Militärpass halt gar nicht. So, wo war jetzt das eine Labor, wo ich... Ach nee, warte. Ich muss das andere Ding gar nicht mitnehmen. Das war's schon. Muss zerstört werden. Tyrell! Er ist bösartig, Captain. Die reine Finsternis, Sie verstehen nicht. Lassen Sie mich ihn jetzt zerstören, bevor es zu spät ist. Abgesandter, danke, dass Sie mich zum letzten Drehkörper der Paargeister geführt haben. Ohne Sie und Ihre Crew hätte ich ihn nie gefunden. Entfernt den Drehkörper aus dem Eindämmungsstrahl und legt ihn in die Hülle. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was mir das bedeutet. Ich habe den Drehkörper vor Jahren gefunden. Auf Hierado bei der Ausgrabung eines alten Tempels. Von diesem Tag an haben die Paargeister durch den Drehkörper mit mir gesprochen und mir meine Instruktionen erteilt. Es ist mein Schicksal, alle drei Drehkörper der Paargeister zu vereinen und die Tür zu ihrem Himmelstempel zu öffnen. Dann wird ganz Bajor erkennen, dass die Paargeister von jeher die einzig wahren Propheten waren. Die Grigari waren leider ein notwendiges Übel. Ihre Methoden mögen etwas primitiv sein, aber sie werden mir sicher recht geben, dass sie wirksam sind. Sie werden den dritten Drehkörper niemals bekommen, Obernack. Dafür werde ich sorgen. Ganz im Gegenteil. Ein Bataillon von Grigari-Schocktruppen hat Deep Space Nine und den Drehkörper von SR3 bereits unter Kontrolle. Wenn ich zur Station zurückkehre, werde ich das Ritual Kost Kiral van Amoyan beginnen. Ich werde einen neuen Himmelstempel erschaffen. Sie meinen ein neues Wurmloch? Sie sind ja wahnsinnig. Nerys, ich weiß, das muss Ihnen schwerfallen. Wenn Sie aber die Macht der Paargeister spüren, werden Sie verstehen, dass ich nur das Beste für Bajor getan habe. Und Sie werden mir danken. Sie müssen den Drehkörper zerstören. Wir wissen aber nicht wie. Ich weiß es. Ich habe Jahre damit zugebracht, zu versuchen, seine Macht zu zügeln. Man kann ihn nicht kontrollieren, aber man kann ihn zerstören. Captain, wir haben Gesellschaft. Eine ganze Einheit von Cardassianern ist hierher unterwegs. Wir müssen schnell weg. Wie, Tyrell? Wie können wir die Drehkörper zerstören? Konjugierte Gravitonstrahlen. Modifizieren Sie die Phaser, um sie abzufeuern. Danke. Wir müssen Obernack aufhalten, bevor er das Wurmloch öffnet. Sisko an die Feind. Beamen Sie uns an Bord und nehmen Sie Kurs auf Deep Space Nine. Maximumgeschwindigkeit. Energie.
Sisko an Odo. Bericht. Captain, Trigari-Kapseln haben Teile von Pylon 2, der Andock- und Habitatringe und der Mittelkernsektion durchbrochen. Wir haben schwere Schäden erlitten. Taktische Systeme und Transporter sind deaktiviert. Sir, wenn die Trigari in die Computerkerne eindringen, könnten sämtliche Systeme außer Kontrolle geraten, inklusive der Lebenserhaltungssysteme. Ben, ich registriere eine Verteron-Kaskade im Innern von Terrells Labor. Obernack versucht, das Wurmloch zu öffnen. Erfassen Sie die Drehkörper und beamen Sie sie an Bord. Ich kann sie nicht erfassen. Die Verteron-Kaskade stört das Transportersignal. Wir können nichts ins Labor oder aus ihm heraus beamen. Odo, bringen Sie die Zivilisten zu den Rettungsshuttles. Wenn wir Obernack und die Trigari nicht aufhalten können, bricht die Station auseinander. Verstanden, Captain. Okay, hören Sie zu. Major, beamen Sie sich in die oberen Sektionen von Pylon 2 und eliminieren Sie sämtliche Trigari. Worf, Sie bewachen die Computerkerne. Tun Sie das Nötige. Aye, Sir. Ich übernehme die Erzprozessorsektion und versuche, Obernack aufzuhalten. Wir treffen uns am Labor. Chief, wenn Sie damit fertig sind, unsere Phaser auf Gravitonstrahlen zu rekalibrieren, brauche ich Sie im Operationszentrum. Dex, übernehmen Sie. Aye, Sir. Kos Noval Damoyan, Kinder. Lasst uns gemeinsam beten und die Geburt der wahren Propheten und die Wiedergeburt von Bajor einleiten. Baja Korek Bola Balani Panom Kose Pluso Makora. Baja Korek Bola Bala. Willkommen, willkommen. Wir haben schwer gelitten, aber deine Liebe gab uns Kraft, das Leiden zu überwinden. Führe uns, empfange uns, erlöse uns, lass uns deine Gefäße sein. So, letztes Level. Ja, du hast oft mehr Zuschauer, als du denkst. Also, gestern hatte ich definitiv hier keine Zuschauer. Ich streame oft auf meinem Discord-Server, wenn du streamst, dann kommen die Leute manchmal zu, wie ich dir zugucke. Okay, Streamception, aber... Okay, hier ist wieder so ein Fall, wo wir die hier nicht... Okay. Das muss es tun. Streamception also. Ich meine, es würde mehr bringen, wenn die Leute wenigstens dann alibi-mäßig halt den Stream in einem Tab offen haben. Also Mute reicht ja auch. Ich habe heute tatsächlich auch noch festgestellt, es gibt ja auch noch eine Fanerweiterung zu dem Spiel. Und ich wusste, dass es da geht. Im ersten Level von Sisko hatten wir diese Musterverstärker, die wir an die Überlebenden bringen mussten. Die kann man auch hier gegen die Trigari einsetzen. Ich wusste, dass es im Add-on geht, aber es geht auch schon hier im Hauptspiel. Halt nur im ersten Level von Sisko, weil nur da hast du die Dinger. Und ich war mega überrascht, aber vor allem, das hat sich echt, es kommt sogar noch ein entsprechender Dialog. Also irgendwie hat sich ein Entwickler mal gedacht, was ist, wenn ein Spieler das versucht? Beziehungsweise er hat es selber sich überlegt, dass es gehen sollte. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Vor allem, ich finde es ja nur schade, dass das Spiel halt einem auch nie auch nur andeutet, dass das möglich ist. Okay. Hallo? Okay, ich glaube, ich habe mir gerade selber geschadet mit dem, mit den Granaten.
ändern, sonst würde ich so schreiben. Das Spiel ist auch fast vorbei. Wir haben Gesellschaft. Hilfe. Das jetzt, hat jetzt keinen Damage gemacht? Was war das denn jetzt für eine Geburt, bitte? Ja gut, warum läufst du denn da rein, Girl? Immer diese Red Shirts. Ja, hier... Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Hier sind noch mehr Granaten. So. Er versucht nämlich natürlich jetzt da durchzulaufen. Mit vorhersehbarem Ergebnis. So, ein Hypospray haben wir, glaube ich, sogar direkt am Anfang mitgenommen. Und ich glaube, Kiras Sektion von diesem Level ist auch gar nicht so lang. Generell habe ich das Gefühl, dass Kiras Kampagne ein bisschen kürzer ist. Aber gut, sie hat ja auch bei zwei Leveln hat sie ganz andere Gegenstücke als Worf und Sisko. Plasmawerfer, ja. Oh, okay, der hat das jetzt mitbekommen. Okay, den Plasmawerfer habe ich jetzt aber trotzdem nur einmal bekommen. Das hasse ich. Wenn du die nicht zerstören kannst, aber sie halt trotzdem noch im toten Zustand diese Stromstöße abgeben. Beim Run mit Sisko hatten wir das Problem zum Glück nicht. Aber jetzt hier auf den letzten Metern dafür schon. Hello. It's me. Did you miss me? Ist die beste Waffe im Spiel. Geht's hier rein? Nee.
Ja, genau, die Waffe muss liegen bleiben. Disruptorgewehr. Hier spricht Dex. Das Schiff der Grigari wurde zerstört. Als sie ihre Waffen verloren, haben sie versucht, uns zu rammen. Sie hatten uns schon fast erreicht, als wir die Torpedos abgefeuert haben. Die Schockwelle der Explosion hat unsere Sensoren und den An... Bitte wählen. Ja, Dex hat jetzt nicht zu Ende gesprochen. Ah, wie soll ich denn da hochkommen? Und jetzt hast du den Anzug an, anschauen wie ein Frosch. Oh, jetzt kann ich das nicht anziehen. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Ja, jetzt sehe ich es auch. Also ich hätte... Warte, das möchte ich jetzt wissen. Ja. Ja, aber wie soll man hier hochkommen? Hier ist einfach was, aber hier kommt man nicht hoch. Also hier kommt man nicht hoch, man kann hier nicht hochklettern. Man verletzt sich wahrscheinlich mehr als alles andere. So, bereit zu sehen, wie die ultimative Waffe alles zerlegt? Weil ich kann den Boss damit stunlocken. What? Ich brauche jetzt aber dringend Hypospray. Oh, sehr gut. Waren sogar so nett, hier zwei hinzupacken. Irgendwer muss ein Highlight-Video aus diesem Stream machen. Also dann schon die Froschentdeckung wäre es ja schon wert. War es eine Aufforderung an mich? Wenn du möchtest, bitte. Ja, nee. Download kann Twitch nicht runterladen. Ja gut, aber wenn es auf YouTube ist, müsste das doch gehen, oder? Das ist ja nicht so schade. Die Impulskanone ist einfach so cool. Und du kriegst das Ding irgendwie für zwei Gegner und den Boss.
Wir müssen den Geist wieder in den Riss stürzen, bevor er sich schließt. Feuer! Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 51968,4. Nachdem das Proto-Wurmloch implodiert war, zogen sich die Grigari auf ihr Schiff zurück und entkamen in die Badlands. Seither haben wir nichts mehr über ihren Verbleib oder ihre Aktivitäten gehört. O'Brien und seine Leute leisten hervorragende Arbeit. Sie arbeiten 26 Stunden am Tag an der Station und an der Defiant, aber er sagte mir, es werde noch einen Monat dauern, bis hier alles wieder normal ist. Ich weiß, ich sollte glücklich sein, dass wir die Paargeister aufgehalten haben. Ich sollte erleichtert sein, dass wir die Station gerettet haben. Aber ich bin es nicht. Ich habe nicht mehr schlafen können, seit wir Obernack besiegt haben. Seit wir den Paargeist besiegt haben. Ich habe Angst, das ist es. Angst davor, was die Paargeister tun können. Angst vor unserer Verletzbarkeit. Wenn sie einen guten Mann wie Obernack verderben können, was geschieht dann erst, wenn ihre Macht jemandem in die Hände fällt, der wirklich bösartig ist? Jemandem, der sich nicht fürchtet, die Macht einzusetzen. Mögen die Propheten uns alle beschützen. Okay, das war der zweite Teil. Ich weiß noch nicht, wann ich Zeit für Worfs Blickwinkel finden werde. Aber das wird noch nötig sein, damit ich dann hoffentlich alles an Bildmaterial habe, was ich brauche, um daraus dann ein richtiges Video zu stricken. Also ein längeres, eine Retrospektive zum ganzen Spiel. Ich habe wieder ein paar Sachen festgestellt, die ich noch nicht wusste. Zum Beispiel das mit dem Schleichangriff. Was leider nicht so viel bringt. Also es ändert nichts an meiner Einschätzung, dass die halt nicht funktioniert. Weil, ne, du musst, also selbst wenn ich hinter der Person stehe und sie schon berühre, bringt es halt nichts, wenn ich noch während des Angriffs halt entdeckt werde und sich die Person schon umdreht. Naja, ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal dann wieder. Einmal noch hydrieren zum Abschied. Einmal Drink konsumieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.